und jeden Anlass. Intimissimi. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Hause und hier im Studio. Freuen wir uns, dass so viele Schülerinnen und Schüler zu uns gekommen sind, zu diesem letzten Zusammentreffen vor der Entscheidung. Die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten haben sich in diesem Wahlkampf ja noch kaum gesehen. Wir begrüßen deshalb ganz herzlich hier bei uns im Studio. Werner Kogler, die Grünen. Beate Meindl-Reisinger, NEOS. Guten Abend. Pamela Rendi-Wagner, SPÖ. Sebastian Kurz, ÖVP. Norbert Hofer, FPÖ. Und Peter Pilz, jetzt. Vielleicht erinnern Sie sich noch an dieses Goldfischglas, das wir am Ende der Duelle vergangene Woche gezeigt haben und gesagt haben, am Sonntag werden ja Wahlkarten in die Urne geworfen, aber wir werden dieses Mal Sie bitten, eine Wahlkarte aus diesem Gefäß zu ziehen. Wir beginnen von links nach rechts bei Ihnen, Herr Kogler. Es wird ein Name einer Mitbewerberin, eines Mitbewerbers oben stehen. Sie zeigen Sie bitte jeweils in die Kamera, wen Sie gezogen haben. Wenn Sie sich selber gezogen haben, dann müssten Sie mir die wieder geben und neu ziehen. Genau, einfach auseinanderziehen und hineinsehen. Ich sehe schon, er hat Herr Hofer gezogen. Bitte. Frau Meindl-Reisinger. Den Herrn Kurz. Frau Rendi-Wagner. Was machen wir jetzt damit? Was Sie damit machen, sage ich Ihnen gleich. Den Herrn Kogler. Bitte, Herr Kurz. Welcher Mitbewerber steht auf? Den Herrn Pilz. Das war bitte sehr. Volltreffer. Aber es war Zufall oder ist Zufall. Frau Rendi-Wagner für Herrn Hofer. Und jetzt bleibt natürlich nur mehr ein Name für den Herrn Pilz. So eine Überraschung. Die Frau Meindl-Reisinger. Ja, was hat es mit den Namen auf sich? Sie können am Schluss der Sendung, sodass Sie eben alle gleich viel Zeit haben, dem oder ihm oder ihr die Frage stellen, die Sie noch nie von einem Journalisten, einer Journalistin gehört haben oder einfach eine Frage, die Sie schon immer stellen wollten. Das kommt aber, wie gesagt, am Ende der Sendung. Bis dahin werden wir übrigens Ihre Redezeit sekundengenau mitstoppen. Das soll dann bis zum Ende, wenn es weiß, halbwegs ausgewogen sein. Zu Beginn möchten aber wir Sie befragen. Sie bewerben sich ja um sowas wie die wichtigsten Jobs im Land. Und man könnte sogar sagen, dass ein Wahlkampf ja nichts anderes ist als ein großes öffentliches Bewerbungsgespräch vor Ihrem künftigen Arbeitgeber, den Wählerinnen und den Wählern. Und deswegen möchten wir Ihnen zum Einstieg zwei ganz klassische Fragen aus Bewerbungsgesprächen stellen, aus denen man ziemlich viel über Bewerber lernen kann. Und eine dieser Fragen, die oft sehr aufschlussreich ist, lautet: Was würde uns Ihr letzter Chef über Sie sagen? Wenn wir ihn fragen würden, in Ihrem Fall natürlich Ihr letzter Parteichef, also Ihr Vorgänger oder Ihre Vorgängerin. Frau Rendi-Wagner, wenn wir Christian Kern über Sie befragen würden, was würde er uns über Ihre Stärken und Schwächen sagen? Ich denke, Christian Kern hätte auf jeden Fall meine Zuverlässigkeit, meine Menschlichkeit betont. Und ich glaube, so wie er das in der Abschiedsrede am letzten Parteitag im November in Wels auch gesagt hat, dass sie das Zug, den Zug zum Tor hat und den braucht es an der Spitze einer Partei. Keine Schwächen? Sagt das ein Chef dann bei einem Bewerbungsgespräch? Naja, ich würde sagen, sie ist, glaube ich, immer neugierig und will Neues erfahren, ist vielleicht etwas ungeduldig manchmal, weil ja manche Dinge zu langsam gehen. Das wären die Schwächen, die er vielleicht erwähnen würde. Herr Pilz, Ihre letzte Chefin war Ingrid Philippe, aber nur ganz kurz. Deshalb würde es uns mehr interessieren, als Sie bei den Grünen waren, weil würde es uns mehr interessieren, was würde denn Ihre langjährige Vorgängerin Eva Klawischnik von den Grünen über Sie sagen?
Uiuiui. Also, erstens war sie nicht meine Chefin. Weil, und das war bei den Grünen durchaus üblich, ich hoffe, das hat sich nicht geändert, da hat es keine Chefs gegeben. Zumindest war das mein Eindruck. Was würde sie sagen? Zweitens war sie langjährige Vorsitzende, selbstverständlich, und auch Clubobfrau. Ich denke jetzt nach, was sie Gutes über mich sagen würde. Sie würde eventuell insofern Gutes über mich sagen, dass sie sagt, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, dann gibt er keine Ruhe und ist er unglaublich beharrlich. Dann würde sie vielleicht noch ein paar Sachen sagen, aber die sage ich lieber nicht. Aber eine Schwäche? Sie wird wahrscheinlich dasselbe auch als Schwäche formulieren und sie hat ja gar nicht so Unrecht, dass wenn man extrem beharrlich ist und sagt, das muss einfach so sein und manchmal auch mit dem Kopf durch die Wand will, dass das auch durchaus belastend sein kann. Herr Kogler, was würde Eva Klawischnik über Sie sagen? Wie würde Sie beschreiben? Naja, ich denke, ich weiß es ja auch zum Teil, dass sie sagen würde, ja, umfallen, aufstehen, weiterkämpfen. Das ist ja nicht die schlechteste Eigenschaft, die Bewegung zurück zu den Grünen organisieren, Wiederaufbau. Ja. Schwäche? Comeback gelungen, hoffentlich. Ja, die aufbrausende Ungeduld. Aber ich glaube, sie würde mir nachsehen, dass es die Ungeduld des grünen Herzens ist. Herr Hofer, was würde denn Herr Strache, mit dem Sie in den letzten Tagen ein bisschen gewirkt haben, über Sie sagen? Ich habe nachgedacht, was mein Arbeitnehmer früher über mich gesagt hätte, noch bei der Lauda, ja, Niki Lauda. Sicher auch interessant, das ist mir eigentlich wichtiger. Was Herr Strache über Sie sagt. Das sage ich gleich nachher. Also ich weiß noch, damals bei der Laude haben wir Tage gehabt, haben wir 36 Stunden durchgearbeitet, die Finger sind angefroren am Triebwerk. Es war eine schöne Aufgabe. Was Strache sagen würde, weiß ich nicht. Ja. Ich glaube, dass er in diesen Stunden andere Sorgen hat. Müssen wir wohl dabei lassen? Frau Meindl-Reisinger, ich möchte nur zuerst auch sagen, dass wir natürlich eine elektronische Zeitmessung haben, damit wir die Redezeit während der gesamten Sendezeit auch fair, so fair wie möglich verteilen. Frau Meindl-Reisinger, Sie haben Matthias Strolzberg, was würde denn off the records über Sie sagen? Naja, on the records hat er ja sehr viel gesagt, wie Sie ja wissen, das ist ja auch nachzuhören. Er hat mich als Löwin bezeichnet. Und das sehe ich in zweierlei Hinsicht. Einerseits, die wirklich kämpft. Ich kämpfe für unsere Anliegen, für anständige Politik, für eine Politik der Zukunft, aber auch die aufs Rudel schaut. Also das heißt, der Zusammenhalt und auch das Teamplay sehr wichtig ist und das Rudel verteidigt gegen böse Feinde von außen. Also das hat er ja gesagt. Was würde er auf the record sagen? Also ich glaube, diese aufbrausende Ungeduld würde er mir auch konstatieren. Und er würde wahrscheinlich auch berichten können, dass wenn ich von einer Sache wirklich überzeugt bin, es auch sehr leidenschaftlich gerne ausdiskutiere. Herr Kurz, Ihr Vorgänger als Parteichef hat ja gleich ein ganzes Buch über Sie geschrieben. Das können wir jetzt nicht vorlesen, aber wie würden Sie denn zusammenfassen, was Reinhold Mitterlehner über Sie sagen würde? Also ich glaube, der Reinhold Mitterlehner wird nichts Gutes bis wenig Gutes über mich sagen. Wenn man dann ein bisschen weiter zurückgeht, der Sepp Röll und der Michael Spindelegger würden wahrscheinlich sagen, dass ich jemand bin, der Menschen wirklich mag. Sie würden wahrscheinlich sagen, dass ich sehr energisch auch meine Meinung vertreten kann und zu vielen Themen einfach eine starke Meinung habe. Und Sie würden wahrscheinlich sagen, dass ich ein Rudeltier bin, also nur im Zusammenspiel mit anderen Menschen funktioniere, Entscheidungen immer im Team treffe und sehr gern einfach mich im Team ausrede, ausdiskutiere und vieles sehr oft hinterfrage, bevor ich dann wirklich eine Entscheidung treffe. Welche Schwäche und bitte nicht Ungeduld sagen? Der Reinhold Mitterlehner, der hat ein ganzes Buch geschrieben. Also insofern, wollen Sie es kurz referieren? Tut mir schwer, das zusammenzufassen, aber wir hatten in fast allen Fragen unterschiedliche Zugänge, unterschiedliche Meinungen. Das ist öffentlich bekannt und insofern war das eine sehr angespannte Zeit. Mit Sepp Röll, Michael Spindelegger und anderen davor war es immer irrsinnig harmonisch. Eine zweite, nicht minder beliebte Frage bei Bewerbungsgesprächen ist, was war Ihr bisher größter Fehler, in Ihrem Fall natürlich politisch? Und was haben Sie daraus gelernt, Herr Kurz? Also ich glaube, wenn man in einer Funktion ist wie Bundeskanzler oder Bundesminister, dann trifft man teilweise hunderte Entscheidungen pro Woche. Und ich habe mich immer bemüht, dass ich
versucht habe, zumindest so viele Entscheidungen wie möglich richtig zu treffen. Also ich würde sagen, ich habe sicherlich immer wieder Fehlentscheidungen getroffen. Die Masse der Entscheidungen bereue ich Gott sei Dank nicht. Aber könnten Sie sie benennen? Naja, ich glaube, was für mich ein langer Lernprozess war, war, mich nicht abhängig zu machen von Medienberichterstattung oder anderem. Also ich habe als Staatssekretär am Anfang, vor 8 Jahren, als ich in die Regierung gekommen bin, irrsinnig darunter gelitten, wie negativ die Medien war, wie negativ die Meinungsforschung war, wie negativ auch die Rückmeldung in der Bevölkerung war. Und es war ein gewisser Lernprozess, dass man sowas einfach aushalten muss und dass man nicht zu sehr darauf schauen sollte. Also der größte Fehler, glaube ich, war am Anfang, darauf ständig zu schauen und zu glauben, dass das relevant ist. Man könnte jetzt sagen, Fernsehen und Zeitung lesen war ein Fehler. Na, so würde ich es nicht zusammenfassen. Aber ich glaube, es ist ein Fehler, wenn man sich nicht genau aussucht, von wem man Lob und Kritik ernst nimmt. Weil es gibt sehr viele Menschen, die einen loben, ohne dass es Bedeutung hat. Es gibt sehr viele Menschen, die einen kritisieren, ohne dass es Bedeutung hat. Und da genau zu unterscheiden, das ist ein Lernprozess. Und jetzt haben Sie schon uneinholbar die Führung übernommen in der Redezeit. Frau Mendel-Reisinger, Ihr größter politischer Fehler bisher und Ihre Erkenntnis daraus? Naja, ich könnte jetzt sagen, das ist ein bisschen hart gesagt. Ich habe ja bekannterweise für ÖVP-Politiker früher gearbeitet. Und für diese beiden habe ich auch sehr gerne gearbeitet. Aber dann wirklich für die ÖVP zu arbeiten, das war der größte politische Fehler. Zu glauben, dass mit einer ÖVP-Reformen, ehrliche Reformen in Österreich möglich sind und die nicht einmal auf ihre Klientele schauen oder ihre Klientele bedienen. Aber was ich daraus gelernt habe, ist auch ganz klar. Ich habe NEOS mitgegründet und das war wohl das Beste, was ich tun konnte. Herr Hofer. Ich denke gerade nach. Also ich war ein sehr junger Politiker damals in Eisenstadt, Stadtparteiobmann mit, glaube ich, 24 Jahren. Und ich habe den damaligen Bürgermeister immer sehr, sehr, sehr hart angegriffen, Alois Schwarz. Und er hat mich dann, nachdem ich in den Gemeinderat gewählt worden bin, zu sich gebeten. Wir hatten ein Gespräch. Und ich habe ihn danach nie mehr angegriffen, weil ich habe dann gelernt, dass zwar das Politische ein Unterschied sein kann, aber dass es menschlich immer bleiben muss. Und das habe ich hoffentlich auch mitgenommen, nie zu vergessen, dass hinter jedem Politiker auch ein Mensch steckt. Werner Kugler, Ihr größter Ballerwatsch bisher und Ihre Erkenntnis daraus? Naja, das ist nicht so schwierig zu erraten. Und natürlich habe ich Mitverantwortung, dass die Grünen zumindest vorübergehend nicht im Nationalrat sind. Das hat auch mit unserem Auftreten und Erscheinungsbild zu tun gehabt, denke ich. Und was ich daraus gelernt habe, ist stärker einzulösen, was mir immer schon vorgeschwebt ist, dass wir nicht nur im Hörsaal, wo ich ja herkomme eigentlich, nicht nur im Hörsaal, sondern auch im Wirtshaussaal verstanden werden. Und zwar mit der Erkenntnis, dass auch wenn wir oder ich echt davon überzeugt sind, dass wir die besseren Ideen haben für die Welt, dass wir deshalb noch nicht die besseren Menschen sind. Herr Bild, Sie haben schon einige Fehler in Ihrem Leben zugegeben, aber welcher war Ihr größter und was haben Sie daraus gelernt? Wenn ich das wüsste, in 33 Jahren, Sie haben vollkommen recht, da kommen so viele Fehler zusammen. Das ist ja auch immer die Chance, was zu lernen und was besser zu machen und manchmal ist mir das auch gelungen. Der größte Fehler, der mir jetzt einfällt, der hat auch mit den Grünen zu tun und ich sage das jetzt möglichst leidenschaftslos. Ich glaube, ich hätte ab dem Moment, wo ich davon überzeugt war, dass die Grünen eine historische Chance verspielen, so etwas wie eine ökologische Volkspartei mit einer vernünftigen Ausländerpolitik und nach wie vor klarem Eintreten gegen Korruption und Machtmissbrauch und so weiter zu werden, dass ich da viel zu lange interne Diskussionen geführt habe und nicht versucht habe, über eine große öffentliche Debatte eine Richtungsentscheidung vorzubereiten. Das war vielleicht ein Fehler, das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich zu vorsichtig war. Frau Rendi-Wagner, was haben Sie schon so richtig politisch falsch gemacht? Also ich muss sagen, jetzt in der Runde habe ich die kürzeste Zeit gehabt, um etwas falsch zu machen. Darum fällt mir jetzt ad hoc nicht der Fehler ein, aber es ist sicher eine Erfahrung, die man auch in 2,5 Jahren sammeln kann. Und vielleicht war ich am Anfang der politischen Zeit ein bisschen zu sehr darauf fokussiert, Politikerin zu sein. Und dann irgendwann habe ich mich gefragt, was ist denn das eigentlich? Was ist eine Politikerin? Was ist die Job Description? Und es geht ein bisschen jetzt in Richtung vom Norbert Hofer, was er so gesagt hat. Am Ende des Tages müssen wir als Menschen dastehen in dieser Funktion und es gibt die Rolle und die Funktion und die Beschreibung des Prototypen einer Politikerin oder eines Politikers eben nicht.
Und deswegen ist das allergrößte Erfolgsrezept aus meiner Sicht einfach Mensch sein, einfach selbst sein. Bevor wir jetzt zu den inhaltlichen Blöcken kommen, wollen wir noch etwas ganz Grundsätzliches klären, weil es besteht ja eine gewisse Möglichkeit, dass am Sonntag niemand von Ihnen eine absolute Mehrheit bekommen wird. Hoffentlich. Das heißt, Sie werden, wenn Sie regieren wollen, Koalitionspartner brauchen. Frau Meindl-Reisinger, Sie haben ganz klar 4 Koalitionsbedingungen gestellt. Die kalte Progression abschaffen, die Bildungspflicht, die Transparenz, ein Klima- und Umweltpaket. Aber wie sollte zum Beispiel eine Koalition mit der ÖVP unter Sebastian Kurz aussehen, wenn der Listenzweiter Helmut Brandstätter sagt, Kurz kopiert Kickl? Naja, also ich habe das schon ein paar Mal gesagt, das ist ja in einem Buch gesagt worden, abgesehen davon, dass er da nichts drinnen sagt, was wir nicht auch als die Oppositionsführer die letzten Monate gesagt haben, als Kritik an Türkis-Blau wird wohl das Buch das geringste Problem sein. Aber worum geht es denn eigentlich? Aber es gilt, was im Buch steht. Es geht doch darum, dass wir jetzt alle miteinander, die Österreicherinnen und wir, einen sehr intensiven Wahlkampf hatten. Eine sehr intensive Zeit, vielleicht sogar ein bisschen Overload. Und stellen wir jetzt vor, wir machen die Augen zu und die Balken gehen am Sonntag rauf oder dann gibt es noch Sondierungsgespräche und dann geht Türkis-Blau genauso weiter wie vor Ibiza. Das ist katastrophal. Das will ich nicht. Und wenn ich das nicht will, dann muss ich bereit sein, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ja, nicht um jeden Preis, aber das sind die Bedingungen. Wir brauchen eine anständige, zukunftsorientierte Alternative, damit wir in eine gute Richtung in unserem Land gehen. Herr Kugler, der Knackpunkt in einer allfälligen schwarz-grünen Koalition wäre ohne Zweifel die Migration. Wie würden Sie da mit Sebastian Kurz und der ÖVP auf eine Linie kommen? Wie würden Sie die Wiener Grünen ins Boot holen, nachdem die auch nächstes Jahr Wahlen haben? Ja, also von hinten nach vorn, es war ja schon im Jahr 2003 ein Unding dauernd zu behaupten, aber das ist die Deutungsmacht der Größeren, dass die Wiener Grünen nicht dafür verantwortlich gewesen wären, dass es keine schwarz-grüne Koalition gegeben hätte. Das war schon der Wolfgang Schüssel, der nicht einmal einen einzigen Abfangjäger abbestellen wollte, obwohl das Schmiergeld schon an den Flügeln geklebt hat. Ja, aber ich war damals selber beteiligt. Das war einer meiner ersten politischen Taten, zu sagen, okay, da stellen wir mit, da stellen wir auf, so geht das nicht weiter. Daran kann man ja einiges erkennen und was die jetzige türkise ÖVP betrifft, wird es wahrscheinlich notwendig sein, dass die wieder ein paar Bibelstellen hervorgraben, die sie vom Weg auf Schwarz noch verloren haben. Vielleicht habe ich meine Frage zu wenig konkret. Ich wollte jetzt wirklich, dass Sie auf die Wiener Grünen eingehen, wie Sie die ins Boot holen würden beim Thema Migration. Ja, Entschuldigung, die Wiener Grünen sind Teil der österreichischen Grünen. Ich sehe da überhaupt kein Problem. Ich sehe das Problem eher bei einer ÖVP, die ihre christlichen Wurzeln verloren hat. Und wir brauchen natürlich Menschenrechte und Menschenwürde zumindest in einem Mindeststellenwert. Im Übrigen füge ich hinzu, dass mindestens so sehr die Frage der Umkehr dieser Türkisen, ja, was die ökosoziale Marktwirtschaft betrifft und den Klimaschutz, dass das genauso wichtig sein wird, weil dort sehe ich sie gerade auch nicht. Wir haben gerade erlebt, dass in dieser türkis-blauen Regierung Unterlassungstäter und Klimawandelleugner fuhrwerken. Also da haben wir anständig zu tun, aber es ist ja nie zu spät zur Umkehr. Herr Hofer, Sie haben als zentrale Punkte für eine künftige Koalition mit der ÖVP, alles andere haben Sie ja ausgeschlossen genannt, Ausbau der direkten Demokratie, mehr Budget fürs Bundesheer und das Innenministerium. Aber viel grundsätzlicher müsste man doch fragen, die FPÖ war bisher 4-mal an einer Bundesregierung beteiligt. Jedes Mal ist diese Koalition lange, lange vorzeitig in die Luft geflogen, und zwar jedes Mal wegen der Freiheitlichen. Warum sollte es in einer neuen Koalition anders sein, noch dazu, wo die Herren Strache und Kickl nicht in der Regierung sitzen würden? Also man könnte genauso sagen, die letzten Regierungen sind an der ÖVP gescheitert. Ich glaube, dass es falsch ist. Ausgezogen. Ich glaube, dass es falsch ist. Ich kann nur sagen, ich stehe zur Wahl. Und jeder, der mich kennt, und ich glaube, viele Leute kennen mich auch, seit sehr vielen, vielen Jahren, weiß, dass es mir ein echtes Anliegen ist, gute Politik zu machen. Und wenn ich die Verantwortung trage in dieser Partei und wenn wir zu einer Koalition kommen, dann wird diese Regierung 5 Jahre halten. Wenn wir in Opposition sind, dann ist es eine andere Sache. Aber mir ist es wirklich ein großes Anliegen, dass es funktioniert. Interessanterweise hat Herr Strache ja 2017 nach den Koalitionsverhandlungen in unserem gemeinsamen Interview genau das Gleiche gesagt. Sie haben schon recht. Er hat gesagt, neue Leute, es wird ganz anders sein. Es war nicht anders. Jetzt prüft die Wiener FPÖ und die Staatsanwaltschaft seit 2 Wochen die Spesen von Herrn Strache. Gibt es da schon Erkenntnisse? Die Erkenntnisse werden nächste Woche vorliegen. Wir werden diese Erkenntnisse... Nach dem Wahltag? Es tut mir leid, dass es
sind viele Belege, die zu prüfen sind. Gibt noch gar keine Aber wir werden alles der Öffentlichkeit bekannt geben. Und ich habe mir vorgenommen, dass wenn ich diese Partei führe, dass es maximale Transparenz geben wird und dass diese Partei eine andere werden wird. Es gibt noch gar keine Zwischenerkenntnisse aus Ihrer zweiwöchigen Prüfung. Es gibt Zwischenerkenntnisse, aber bitte erlauben Sie mir, dass ich das Ergebnis nächste Woche bekannt gebe. Sollte sich herausstellen, dass Herr Strache Spesen nicht korrekt abgerechnet hat, werden Sie ihn dann aus der FPÖ ausschließen? Wer auch immer Dinge nicht korrekt abrechnet, hat die Konsequenzen zu ziehen. Die Konsequenz wäre ein Ausschluss? Die Konsequenzen werden wir im Vorstand besprechen. Aber die Frage ist ja, wurde etwas falsch abgerechnet aus einem Versehen oder gab es einen bewussten Vorgang? Und ich bin keiner, der hier sehr sanft vorgeht, wenn es notwendig ist. Frau Rendi-Wagner, Sie haben beim 12-Stunden-Arbeitstag Ihren Sozialsprecher Josef Muchitsch zurückgepfiffen. Man könnte jetzt sagen, wenn Sie in Koalitionsverhandlungen gehen, dann machen Sie das bedingungslos. Aber selbst wenn Sie sich inhaltlich einigen würden, angenommen mit der ÖVP, nach dem, was wir gesehen haben von Ihnen beiden, von Ihnen mit Sebastian Kurz, würden Sie tatsächlich, ist es vorstellbar, die Vizekanzlerin neben Sebastian Kurz machen? Also ich glaube, dass das Fernsehstudio jetzt nicht der geeignete Zeitpunkt ist, um eine vorgezogene Koalitions- oder Sondierungsgesprächssituation zu machen. Das kann sein, Frau Rende, aber natürlich schauen wahnsinnig viele Menschen unter Umständen 1 Million zu. Natürlich ja, aber haben noch die drei Wählerinnen Tage. Und Wähler wollen das wissen, nicht Na wir. Klar. Alles klar, aber wir haben 3 Tage bis zu einer Wahl und ich denke, es ist relativ sehr respektlos, jetzt ein Wahlergebnis vom Sonntag vorwegzunehmen. Also mir ist wichtig, schon abzuwarten, was der Sonntag bringt. Dann liegt es am Bundespräsidenten zu sagen, die stimmenstärkste Partei bekommt den Auftrag. So ist das ja für Sondierungsgespräche und dann wird es das eine, das andere oder mehrere Gespräche geben. Aber weil Sie sagen, bedingungslos ist gar nichts, natürlich nicht. Also Sie haben den 12-Stunden-Tag erwähnt, die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in unserer Politik und das wird ein ganz wichtiger Punkt in jeglichen Gesprächen, sofern wir eingeladen werden oder diese führen werden, sein. Genauso gut wie Schließen der Lohnschere zwischen Männern und Frauen. Aber beim 12-Stunden-Tag wäre das jetzt gegen die Klimakrise. Wäre das jetzt noch einmal vielleicht ein Schritt retour, nur damit Sie es konkretisieren? Heißt das, Teile des 12-Stunden-Arbeitstages müssen zurückgenommen werden? Ich sage Ihnen, dass das Thema haben wir ja schon inhaltlich sehr in den letzten Wochen inhaltlich sehr viel diskutiert. So wie es jetzt ist, ist es für mich nicht tragbar und tolerierbar. Aber das ist einer von vielen wichtigen Punkten, für die ich kämpfen werde, jetzt erstens um Vertrauen bis zum Wahltag und danach sollten wir in Gespräche sein, um diese durchzusetzen. Und ich kann umso mehr dieser Punkte durchsetzen, die mir wichtig sind, je mehr Wählerstimmen wir am 29. bekommen. Herr Kurz, Sie haben hier im Studio gesagt, bei einem TV-Duell, Sie wollen weiter eine ordentliche Mitte-Rechtspolitik mit konsequenter Migrationspolitik und Steuersenkungen machen. Sie haben aber auch gesagt in diesem Wahlkampf, die SPÖ will das nicht und die FPÖ kann es nicht. Und jetzt haben Sie in den letzten Tagen auffällig oft über die Möglichkeit einer Minderheitsregierung gesprochen. Das gab es in Österreich erst einmal, nämlich unter Bruno Kreisky ganz am Anfang. Da hatte die SPÖ aber mehr als 48%. Die werden Sie wahrscheinlich nicht erreichen. Wäre eine Minderheitsregierung bei einem Wahlergebnis unter 40% auch realistisch? Und wie soll das 5 Jahre halten? Also eine Minderheitsregierung ist kein Ziel, aber es kann natürlich nach der Wahl unterschiedliche Konstellationen und Herausforderungen geben. Ich bin da in diesem Punkt einmal bei dem, was Pamela Rendi-Wagner gesagt hat. Ich halte es für nicht respektvoll, den Wählern gegenüber so zu tun, als wäre diese Wahl entschieden. Meinungsforschung ist ungenau. Wir haben sehr viel an Themen, an Enthüllungen in den letzten Tagen gehabt. Niemand weiß, wie diese Wahl ausgeht. Und unser Ziel ist daher, dass wir nicht nur Erster werden, sondern dass es auch keine Mehrheit gegen uns gibt. Wir haben erlebt im Mai, dass eine rot-blaue Mehrheit gemeinsam mit Peter Pilz mich und die Bundesregierung abgewählt hat. Ich glaube, wenn es eine Mehrheit links der Mitte gäbe, rot-grün, eventuell mit den Neos, dann ist wahrscheinlich Pamela Rendi-Wagner Bundeskanzlerin und nicht ich. Und insofern ist unser Ziel, stärkste Kraft werden. Sollten wir das Vertrauen der Menschen bekommen, dann würden wir mit allen Gespräche führen und dann würde ich versuchen, ja, mit dem Vertrauen verantwortungsvoll umzugehen und eine Regierung zu bilden, die stabil ist. Wenn das nicht gelingt, dann ist, Herr Wolf, natürlich eine Minderheitsregierung eine Option.
Herr Pilz, Sie haben eine Koalition klar ausgeschlossen. Warum sollte man eigentlich eine Partei wählen, die nicht regieren will und bei allen repräsentativen Umfragen auf 1-2% kommt? Na, erstens hat sich da was zum Glück geändert, sonst würde ich jetzt tief traurig dastehen. Die letzte wirklich große und von niemandem finanzierte wissenschaftliche Umfrage vom Institut für Grundlagenforschung, die auch von den Salzburger Nachrichten publiziert worden ist, hat uns bei 3,4% Rohdaten. SORA im Auftrag des ORF sagt, 17 Uhr am Sonntag wird man wahrscheinlich nicht genau wissen, ob wir drin sind. Und das stimmt ja auch. Und Sie haben auch vollkommen recht. Die sind alle drin, auch die Grünen. Bei uns ist es noch nicht klar. Es wird sehr, sehr knapp, soweit ich das derzeit beurteilen kann. Warum soll man uns wählen? Ich mache mir es jetzt ganz einfach. Deswegen. Und deswegen. Das sind die beiden Hauptgründe, warum man uns wählen soll. Und der Hauptgrund ist politisch ganz einfach. Schauen Sie, in den 33 Jahren, in denen ich Abgeordneter bin und war, hat es noch nie eine Situation gegeben, wo bereits vor der Wahl der Bundeskanzler feststeht. Vor der Wahl 4 Parteien Blumenstreusel und Binden ein bisschen über Sebastian Kurz schimpfen, aber eigentlich mit ihm eine Koalition bilden wollen. Und da, Frau Reiter, ist es ganz entscheidend, dass es eine absolut nicht käufliche Kontrolle und Opposition im Nationalrat gibt. Und die einzige nicht käufliche und hochprofessionelle Kontrolle, das glaube ich, das sind wir. Widerspruch von der Frau Mendel-Reisinger kommt. Naja, ich kann nicht stehen lassen, Herr Pilz, wenn Sie sagen, Sie sind die einzigen nicht käuflichen. Das ist ja wirklich, Entschuldigung, eine Sauerei. Na, die Investitionen in Ihre Pilz, Partei bitte, hören Sie auf, aus der Bauindustrie zu werfen, sind das wissen sehr wir eh. Gut Tatsache bekannt. Ist, die Österreicherinnen und Österreicher haben gesagt, die NEOS, das waren die Oppositionspartei, da hat man von Ihnen nichts gehört. Gut, auf jeden Fall wollen wir dem Publikum so viel Orientierung wie möglich geben. Deshalb bekommen Sie alle jetzt die Gelegenheit, Wähler und Wählerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen direkt anzusprechen. 30 Sekunden lang. Aber jede von Ihnen eine ganz konkrete Wählergruppe, mit der Sie vielleicht gar nicht so einfach haben. Normalerweise darf im ORF nur ein einziger Politiker direkt in die Kamera sprechen, außer den Moderatorinnen und Moderatoren, nämlich der Bundespräsident. Wir machen aber heute Abend für Sie eine Ausnahme. Sie haben jetzt 30 Sekunden Zeit. Den Countdown sehen Sie direkt in der Kamera, in die Sie schauen sollen. Herr Pilz, wir beginnen mit Ihnen. Bitte erklären Sie einer Feministin, die uns zuschaut, warum sie jetzt wählen soll. Und da steht Ihre Kamera. Da tue ich mir ausnahmsweise sehr leicht, weil das Wichtigste, und das gilt für alle Frauen in Österreich, ist gleiches Recht und auch gleiches Einkommen, absolut gleiche Chancen. Und die Chancen für Frauen, ich nehme nur das Beispiel der alleinerziehenden Frauen, ist ausgesprochen schlecht. Wir müssen 100 Millionen investieren, damit 70.000 Frauen mit ihren 80.000 Kindern aus der Armutsfalle befreit werden. Gleichheit ist die Voraussetzung für alles. Frau Rendi-Wagner, warum soll sie ein Tiroler Landwirt wählen und die SPÖ? Ihre Kamera wäre hier. Am Sonntag treffen Sie eine sehr wichtige Entscheidung. Sie als Tiroler Landwirt können auch darüber entscheiden, ob die schwarz-blaue Koalition, die Ibiza-Koalition, fortgesetzt wird oder nicht. Das ist eine Koalition, die Gräben aufgerissen hat, die unsere christlichen Werte in Frage gestellt hat. Und ich sage, treten wir wieder einen Schritt näher zusammen, stellen wir den Zusammenhalt in den Mittelpunkt und das Miteinander, damit die Zukunft besser gemeinsam gestaltbar ist. Zeitmäßig eine Punktlandung. Herr Kogler, wie überzeugen Sie denn einen Lkw-Fahrer davon, dass er ausgerechnet den Grünen seine Stimme geben soll? Ihre Kamera. Billigere Lastwagen. Ja, erstens sind die Lkw-Fahrer, also auch Sie, wirklich eine sozial benachteiligte Gruppe. Die Arbeitsbedingungen sind verheerend. Also die Grünen sind auch eine Partei der Gerechtigkeit. Aber er kann auch in 10 Jahren einen wasserstoffbetriebenen Lkw fahren. Er kann auch einen anderen fahren. Und das Wichtigste ist für alle Menschen und auch für den Lkw-Fahrer der Klimaschutz. Sie, Herr lieber Lkw-Fahrer, werden mit mir morgen gemeinsam den Millionen Kindern in die Augen schauen wollen in der Zukunft, die hier in Österreich und in Europa hier auf die Straße gehen Zeit und für Ende Klimaschutz kämpfen. Vogler, das war jetzt länger als 30 Sekunden. Sebastian Kurz, erklären Sie einem Wiener
einem Wiener Mindestsicherungsbezieher, warum er Ihnen und der ÖVP Ihr Vertrauen schenken soll. Ihre Kamera ist hier. Weil wir eine Reform der Mindestsicherung durchgeführt haben, die schlicht und ergreifend die Mindestsicherung gerechter macht. Wir haben die Mindestsicherung für Zuwanderer, die nicht Deutsch können und die arbeiten gehen könnten, reduziert. Und wir haben die Mindestsicherung gleichzeitig für Menschen mit Behinderungen und für Alleinerzieher erhöht. Sozial ist, was stark macht, und wir brauchen keine Zuwanderung in unser Sozialsystem. Zeitmäßig sogar 2 Sekunden eingespart. Frau Meidl-Reising, uns schauen heute Abend wahrscheinlich auch viele Pensionisten und Pensionistinnen zu. Warum sollte eine Pensionistin sich ausgerechnet für die Neos erwärmen? Ihre Kamera. Ich habe heute gehört, dass eine 108-jährige Dame zum ersten Mal in ihrem Leben Neos wählt. Und warum macht sie das? Weil sie eine anständige Alternative möchte, weil sie nicht möchte, dass die Unmenschlichkeit und diese permanenten Einzelfälle weiter Politik sind. Darüber hinaus treffe ich ganz, ganz viele ältere Menschen, die sagen, der Generationenvertrag hat Österreich stark gemacht. Ich möchte, dass auch meine Kinder und meine Enkelkinder sich darauf verlassen können, dass es eine Absicherung gibt und alle Chancen im Leben. Auch eine Punktlandung, Herr Hofer. Warum soll sie eine junge Frau, die freiwillig Kopftuch trägt, die FPÖ wählen? Ihre Kamera ist hier. Sie sind als Zuwanderer in eines der schönsten Länder in der Europäischen Union und der Welt gekommen. Und ich hoffe, dass Sie auch in diesem Land unsere Sitten, Gebräuche und Kultur auch respektieren werden. Warum sollen Sie FPÖ wählen? Weil wir die einzige Partei sind, die auch die Stimme zurückgibt, die sie uns geben, weil wir für ein Modell der direkten Demokratie nach dem Vorbild der Schweiz sind. Das heißt, Ihre Stimme für die FPÖ kommt direkt wieder an Sie zurück. Vielen Dank Ihnen allen. Das führt uns zu unserem nächsten Thema, nämlich das Zusammenleben. Sie wissen, dass in Österreich 1,4 Millionen Ausländer und Ausländerinnen leben. Die größte Gruppe kommt aus Deutschland, gefolgt von den Serben und von den Menschen aus der Türkei. Nach der großen Fluchtbewegung 2015 bis 2018 haben 73.183 Menschen einen positiven Asylbescheid erhalten und dürfen hier leben. Wir wollen das Zusammenleben hier auf eine praktische Ebene bringen. Frau Rende-Wagner, Sie sind auch Ärztin. Was würden Sie als Ärztin im Krankenhaus tun, wenn sich ein Mann von Ihnen als Frau aus kulturellen bzw. religiösen Gründen nicht behandeln lassen will? Also ich glaube, dass man sagen, ganz klar machen muss, dass wir in Österreich sind und dass wir in Österreich eine ganz klare gleiche Rechte für Männer und Frauen haben und dass ich als weibliche Ärztin jetzt für ihn die behandelnde Ärztin, die zugewiesene Ärztin bin und dass er hier sozusagen nicht unsere Regeln des Zusammenlebens, unsere gesellschaftlichen Regeln sozusagen missachten kann und mich als Frau, als seine behandelnde Ärztin hier ablehnen kann. Also ich würde meinen, er muss hier die Regeln, die wir haben in Österreich, im Zusammenleben akzeptieren. Das heißt aber auch, mich als weibliche Ärztin akzeptieren. Wenn er damit ein Problem hat, jetzt sprachlicher Natur, dann muss man dabei unterstützen. Da haben wir in der Zeit, wo ich auch Ministerin war, Videodolmetschsysteme für Arztpraxen oder auch für Ambulanzen in die Wege geleitet, damit zum Beispiel sprachliche Hürden überwunden werden kann. Das ist sehr wichtig im Zusammenleben bei dem Thema Integration, gerade im Bereich der medizinischen Behandlung. Aber das Ablehnen jetzt einer weiblichen Ärztin in einem Behandlungskontext entspricht nicht unserem Wertesystem und würde ich daher auch nicht zulassen, sozusagen. Herr Kurz, wenn es ihm wirklich dreckig geht, würde er sich eh behandeln lassen, wahrscheinlich. Sie, der Patient, ja. Gibt es nur unter Anführungszeichen Zwangsverpflichtungen für Mädchen, die kein Kopftuch tragen sollen? Was ist mit den jungen Männern, nennen wir sie jetzt Patriarchen, junge Patriarchen, ältere Patriarchen? Wie verpflichten Sie zum Beispiel Männer zum Handgeben, wenn sie es nicht tun sollten? Was würden Sie hier tun? Wir wollen einfach als Partei der Mitte unser Zusammenleben, unsere österreichische Identität aufrechterhalten. Das beginnt bei solchen Fällen in Spitälern, wo es aber eh nur dazu kommt, wenn es wem nicht so schlecht geht. Ja, meistens sind es eher
Männer, die dann sagen, wie die eigene Frau behandelt werden soll und von wem die eigene Frau behandelt werden darf. Also der Mann, dem schlecht geht, der ist da meistens dann eh großzügig, egal wer ihn behandelt. Aber wir erleben ganz viel an Verfehlungen, die bei uns einfach keinen Platz haben. Und was wir wollen, ist schlicht und ergreifend klare Sanktionen bei Fehlverhalten. Das bedeutet, dass wir im Kindergarten, in der Volksschule, in der Unterstufe verbieten, dass junge Mädchen verschleiert werden. Und aber genau deshalb war meine Frage natürlich, Herr Kurz, Frage. Bitte nicht auf und, das Kopftuch, sondern was wollen, machen Sie mit den Männern, wir die wollen, das Ihrer Meinung nach wir wollen machen? Durchsetzen, dass es eine Strafe gibt, also konkret den Entzug der Sozialleistungen, der Familienbeihilfe zum Beispiel, wenn Eltern Erziehungspflichten vernachlässigen, wenn sie sich nicht regelkonform verhalten. Wir wollen da die Lehrer und die Schulen stärken und ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Religionsfreiheit, jeder, der in Österreich lebt, kann seiner Religion nachgehen, aber falsch verstandene Traditionen, Bräuche und anderes haben keinen Platz bei uns. Alltag, Hand geben, würden Sie da was gesetzlich machen? Naja, das ist gesetzlich unmöglich, dieser Bereich, aber in der Schule, wenn Kinder nicht in die Schule geschickt werden, weil es Mädchen werden, wenn Eltern sich ungut gegenüber Lehrern aufführen, wenn es Gewaltexzesse gibt und die Eltern das dulden oder nichts dagegen machen, da gibt es natürlich gesetzliche Möglichkeiten und die wollen wir auch nutzen. Herr Pilz, Caroline Edtstadler von der ÖVP sagt, in Österreich gibt es keine patriarchalen Strukturen, alles ist importiert. Ihre Parteichefin Maria Stern sagt, Frauenverachtung gibt es in allen Kulturen. Wenn Sie jetzt Ihrer Parteichefin recht geben, braucht es für manche österreichische Männer Wertekurse? Naja, ich hoffe, dass das unsere Schulen heute schon zustande bringen und da hat sich einiges geändert. Zu meiner Zeit, wie ich noch in Bruck an der Mur schulgegangen bin, hätten da etliche Lehrer Wertekurse gebraucht. Das ist die eine Seite. Die zweite ist, wir haben dieses Problem auch ohne Einwanderung in Österreich gehabt. Es gibt zum Glück so viele Frauen gemeinsam mit Männern, die das verstanden haben, die sich dagegen gestellt haben, dass sich in Österreich vieles aber noch lange nicht genug geändert hat. Aber es gibt auch ein Problem mit islamistischen Kulturen, wo dasselbe Problem, das wir früher hatten, jetzt wieder importiert wird. Und diese Auseinandersetzung müssen wir kulturell genau führen. Meine Frage hat eben abgezielt eben natürlich auf österreichische Patriarchen. Na, selbstverständlich gibt es diese Probleme. Aber würde es Wertekurse brauchen? Eine klare Antwort? Wir brauchen keine eigenen Wertekurse, davon halte ich überhaupt nichts, sondern wir brauchen eine Schule, die klar macht, dass Gleichberechtigung Männer, Frauen und absolute Chancengleichheit, dass da keine Alternative gibt, dass das einfach so ist und für alle. Thema Gleichberechtigung heißt auch gleiche Rechte. Herr Hofer, gleiche Rechte für Muslime. Heute sorgt eine Studie der Uni Salzburg für großes Aufsehen. 1200 Menschen wurden zu ihren Einstellungen befragt gegenüber den Muslimen und Musliminnen in Österreich. Fast jeder Zweite ist der Meinung, Muslime sollen nicht die gleichen Rechte haben wie alle in Österreich. Sehen Sie das auch so? Jeder Mensch soll die gleichen Rechte haben, aber ich sehe schon eine Gefahr bei der muslimischen Kultur, weil das eine völlig andere Kultur ist. Und Sie haben vorher die Frage gestellt an Frau Dr. Rindy Wagner, wie es denn wäre, wenn sich jemand nicht behandeln lassen will. Das ist nicht das große Problem. Wir haben heute Probleme, wo Menschen in Krankenhäusern andere Menschen mit dem Messer attackieren, töten, wo Krankenschwestern und Ärzte wirklich Angst haben, auch dort zu arbeiten. Und daher sage ich auch völlig klar, dass jemand, der sich aus einer falschen Einstellung heraus, egal ob religiös bedingt oder aus einem anderen Grund, nicht integrieren will in Österreich, gut daran täte, dieses Land wieder zu verlassen. Der Studienautor Wolfgang Aschauer hat gemeint, dass hier durch diesen Diskurs, der geführt wird, durch die Diskussionen über Muslime und Musliminnen in Österreich, in Ungarn, er hat auch ein zweites Land genannt, die Fremdenfeindlichkeit gegenüber muslimischen Bürgerinnen und Bürgern steigt. Was würden Sie denn gegen diese Fremdenfeindlichkeit tun? Also ich glaube, dass die Menschen, die nach Österreich kommen, dass es sehr viele gibt, die hier die Leistung bringen wollen, die dieses Land lieben und dass es andere gibt, die dieses Land und die Kultur nicht schätzen. Und daher verstehe ich, dass manche Menschen Sorgen haben, dass bei uns es auch Gruppen gibt, die in der zweiten, dritten Generation weniger Österreicher sind als ihre Eltern und Großeltern.
Aber was würden Sie gegen Fremdenfeindlichkeit gegenüber Muslimen und Muslimen tun? Ich glaube, dass die Muslime in Österreich selbst einen Beitrag leisten müssen, um in Österreich anzukommen und nicht die Politik gefordert ist, um etwas dagegen zu tun. Und dann gibt es Ihrer Meinung nach keine Fremdenfeindlichkeit mehr? Gut, auch eine klare Antwort. Frau Mendel-Reisinger, NEOS wollen nicht nur ein Ranking der besten 500 Schulen, sondern auch der schlechtesten Schulen. Stigmatisiert man da nicht Schülerinnen, Schüler, Lehrer, auch die Eltern eigentlich? Kann der Transparenz nicht in die Hose gehen? Nein, ganz im Gegenteil. Wir brauchen diese Transparenz und es geht ja nicht ums Ranking. Es geht darum, dass wir die Brennpunktschulen zu den besten Schulen Österreichs machen wollen. Und da hat London gezeigt, wie das geht. Und da muss man der Wahrheit ins Auge schauen und sagen, was sind die Ergebnisse einer Schule? Und wenn die Ergebnisse nicht gut genug sind, dann sage ich, dort schicke ich die besten Lehrerinnen und Lehrer hin, die besten Direktorinnen und Direktoren und messe dann auch die Ergebnisse. London hat es so geschafft, aus den schwierigsten Schulen Top-Schulen zu machen, die stolz darauf sind, dass ein ganz großer Teil ihrer Schülerinnen und Schüler dann auf eine tolle Universität gehen. Wir schauen derzeit weg und wir lassen hier Kinder zurück und geben uns damit zufrieden, dass wir diese Schulen haben, die dann als Brennpunktschulen bezeichnet werden. Und da sagen wir NEOS ganz klar, wir wollen die zu den besten Schulen machen. Das geht aber nur mit Transparenz und Messbarkeit. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist auch, dass die Schulen voneinander lernen können. Und auch daher brauche ich diese Transparenz und Vergleichbarkeit. Und ich habe diesen Vorschlag letzte Woche Sonntag ja auch gemacht und habe gesehen, dass da insbesondere leider auch von grüner Seite sehr viel Kritik kommt. Ich möchte sagen, dass gerade auch die Arbeiterkammer dieses System, dieser London-Schul-Challenge, wirklich gelobt hat, also wirklich ein Modell, das wir in Österreich verwirklichen können, um endlich nach vorne zu kommen in der Bildung und die beste Bildung für alle Kinder zu ermöglichen. Gut, ist natürlich klar, dass Sie die nennen, die das gut finden. Es gibt aber auch Experten und Expertinnen, die das eben nicht gut finden, weil was sollen dann eben die schlechten Schulen machen? Herr Kogler, an Sie eine Frage. Darf ich ganz kurz korrigieren? Ich glaube, ich habe keine Expertin und keinen Experten gehört, der sich gegen dieses Modell der London School Challenge ausspricht. Ich brauche dafür aber Transparenz. Ich kann nicht wissen, was die Schulen sind, wo wir Handlungsbedarf sind. Ich sage jetzt nur, Konrad Paul Liessmann hat diskutiert mit Helmut Brandstätter über diese Frage. Er ist ein Philosoph, aber eben in Bildungsfragen auch kompetent. Vielleicht nehmen Sie ihn auch als Experten. Herr Kogler, die Grünen sind stolz auf ihren Ruf als Menschenrechtspartei, aber der Eindruck, der entsteht, Sie schauen beim Thema Gleichberechtigung hierzulande ganz genau bis zur gendergerechten Sprache. Man könnte sagen, bei den Österreichern streng, bei den Ausländern tolerant. Haben die Grünen bei den Frauenrechten von Flüchtlingen und Zuwanderinnen viel zu lange weggesehen? Das denke ich nicht. Ich glaube, was diese aufgeworfene Frage der gendergerechten Sprache betrifft, möchte ich schon darauf hinweisen. Ich weiß, dass es da einen Backlash gibt in letzter Zeit, aber auch als Mann, es ist eben ein Unterschied, wie man sich ausdrückt und wie Frauen angesprochen werden. Das ist einmal das eine. Und das werde ich auch weiter verteidigen. Das zweite ist, ja, mag sein, dass die Grünen ein Image bekommen haben. Wir sind ja selber dafür verantwortlich, wenn wir dem nicht widersprechen, was ich hiermit tun möchte. Was tatsächlich die Lösung der Frage, die Sie aufwerfen, das ist ja objektiv ein Problem, ist, da kann es ja nicht immer nur um Kopftuchverbot gehen und bei jedem Problem, was auftaucht, schreit irgendwer Kopftuchverbot, wenn Türkisblau irgendwas anstellt. Nein, es geht ja immer um die Ertüchtigung und die Selbstermächtigung der Frauen. Natürlich auch bei den Migrantinnen, ist überhaupt keine Frage. Das ist unser Ansatz. Also ich würde das ehrlich gesagt fast ein bisschen zurückweisen. Aber Sie geben zu, dass die Grünen da lange weggesehen haben? Oder nein, nicht? Gar nicht. Ich sage, wir lassen uns immer Image drauf dividieren, was nicht zutreffend ist. An dieser Stelle sollten wir vielleicht mal kurz schauen, wie wir mit der Redezeit aussehen. Wir wollen das ja möglichst ausgewogen gestalten und das scheint uns bis jetzt oder Ihnen ganz gut zu gelingen. Herr Kurz liegt zwar voran, aber sind alle ungefähr innerhalb einer Minute. Das sollte sich möglicherweise im Lauf der Sendung gut ausgleichen lassen. Wir möchten im Lauf dieser 100 Minuten ja möglichst viele verschiedene Themen ansprechen. Das geht natürlich jetzt nicht immer so ausführlich wie gerade eben. Deswegen wollen wir Ihnen jetzt
jetzt ein paar ganz, ganz kurze Fragen zu sehr verschiedenen Bereichen stellen, die man sehr einfach mit Ja oder Nein beantworten kann. Praktischerweise haben wir von den TV-Duellen die Tafeln von den Schülerinnen und Schülern aufgehoben. Völlig klar, das Kreuz steht für Nein, das grüne Hackerl für Ja. Und meine erste Frage. Wir wählen alle 5 Jahre den Nationalrat. Das wurde 2007 beschlossen. Ein einziges Mal, seitdem es beschlossen wurde, hat es 5 Jahre gehalten, von 2008 bis 2013. Die Frage, wären Sie dafür, dass wir den Nationalrat wieder alle 4 Jahre wählen? Grün, FPÖ und jetzt wären dafür. Wäre dann interessant, wie das so wäre. Das wäre länger als jetzt. Sollen wir dazu was sagen? Weil ich meine, das nein. Gut. Eigentlich nicht. Das ist eben das Schöne, das ist so ein klare Frage, dass man ja, nein. Wir wollen es hier jetzt ganz flott machen. Politik ist halt bisweilen komplexer. Aber deswegen haben wir auch noch viel Zeit und viele andere Themen. Nächste Frage, ganz, ganz anderes Thema. Soll es Verhütungsmittel auf Krankenschein geben? Sagt SPÖ jetzt und Grün ja und die, wie man gemein sagt, eher bürgerlicheren oder konservativeren Parteien nein. Liberal, bitte. Unsere nächste Frage. Soll in einer neuen Regierung das Innenministerium parteifrei besetzt werden? Frau Mendel-Reisinger sofort in die Höhe geschnellt mit ja, ja, ja. Beides möglich. Kurz überlegt noch. Beides möglich. Beides möglich. Interessant. Warum beides möglich? Auch beides. Kommt auf die Person an. Interessant. Ja, kommt auf die Person. Naja, die Person soll kompetent sein. Der kann einer Partei angehören oder unabhängig sein. Aber nicht sein. Notwendigerweise, oder? So. Ja, kompetent schon muss er schon notwendigerweise sein. Nein, aber nicht notwendig. Partei. Herr Hofer, eindeutig also, dagegen. Niemand ist parteifrei. Nein, interessant. Nur ein Satz dazu. Ich glaube, nur für die kommende Legislaturperiode, weil da so viel schiefgegangen ist, grundsätzlich sollten dann wieder normale politische Verhandlungen gelten. Aber das Innenministerium soll sich das einmal war jetzt schon erholen Satz. Können. Soll der, nächste Frage, soll der Karfreitag ein zusätzlicher gesetzlicher Feiertag werden? Frau Rendi-Wagner, ganz schnell ja, nein, ja, ja. Also für nein Sebastian Kurz und Frau Mendel-Reisinger. Herr Hofer, wir würden ja einen anderen sozusagen, wir wollen tauschen, also interessant, aber der Herr Hofer ist jetzt dafür. Ich wäre dafür. Ja. Sie waren aber mal dagegen, oder? Nein, es war nicht ganz so einfach, aber ich wäre dafür. Wer war schuld? Strache. Wir sind in letzter Zeit an vielem schuld. So einfach, Entschuldigung. Gut, nächste. Nächste Frage hier. Soll die kalte Progression von der nächsten Regierung gestrichen werden? Das ist schön. Eine einheitliche Antwort zum ersten Mal. Da werden wir natürlich schauen. Da brauchen wir nicht nachfragen. Wie viele haben das schon versprochen? Schön, kurz und bündig. Es nützt nur den kleinen Einkommen. Gut, das werden wir tatsächlich überprüfen. Da gibt es ja nun tatsächlich nicht sehr viele Ausreden nach diesem Bekenntnis. Nächste Frage. Würden Sie sich selbst als Feminist oder Feministin bezeichnen? Herr Kurz überlegt auch noch. Ja, also, Herr Hofer, aber das weiß man doch, oder? Sind Sie kein Feminist? Ja, also ich gehöre, glaube ich, einer Generation an, wo Gleichberechtigung Gott sei Dank Selbstverständlichkeit ist und auch in meinem Umfeld. Also insofern. Sie ist eben nicht. Also nein, Herr Hofer, warum sind Sie kein Feminist? Gleichberechtigung total wichtig, aber ich glaube, das nimmt mir niemand ab, also ich bin jetzt der Feminist. Also ich will lieber bei der Wahrheit bleiben. Eine Frage zum Schluss, bevor wir zum nächsten Thema kommen, unsere Lieblingsfrage. Haben Sie in der Politik schon mal die Unwahrheit gesagt? Bei Kleinigkeiten. Ich finde mein Tafel. Frau Mendel-Reisinger überlegt, auch der Herr Kogl überlegt also noch. Ja. Wir sagen ja, ja im Zweifel ja. Und das ist dann unpopulär. Das ich ist weiß es nicht. Unpopulär. Aber so, ja. Frau Reiterer, ich finde mein Tafel nicht mehr. Sie finden Ihre Tafel nicht euer, es liegt vor Ihnen. Es liegt vor Ihnen. Ja? Gut, nein, Moment, ja, bitte, halten Sie es. Weil natürlich schon, wenn Sie sagen ja. Also Herr Kurz, wo haben Sie einmal die Unwahrheit gesagt? Ich habe mich bei Kleinigkeiten immer wieder geirrt und es hat sich nachher als falsch eine herausgestellt. Eine konkrete. Immer wieder. Ich habe schon einmal eine Studie falsch zitiert, weil ich die Zahlen falsch im Kopf hatte. Ja. Herr Hofer, wann haben Sie die Unwahrheit gesagt? Ja, aber das sagt jeder, das kann Ihnen passieren. Bei der Bundespräsidentenwahl, als ich gesagt habe,
am Anfang. Ich bin mit Begeisterung ein Kandidat. Ich wurde sehr überredet dazu. Herr Kogler? Ja, ich habe einmal vorsichtshalber das hier mit Ja beantwortet, weil man weiß ja nie genau, niemand ist unfehlbar, aber eins steht mir tatsächlich einfallen. Ich habe das da in einem Interview gesagt, dass das ganze Jahr, da meine ich das 18er Jahr des Wiederaufbaus der Grünen, eigentlich eh immer recht einfach war. Es war nicht immer einfach. Frau Meisel-Reisinger, haben Sie jetzt Ja gesagt oder nicht? Aber wie gesagt, wissentlich, aber ich habe mir ist jetzt auch eine Sache eingefallen. Ich bin ja zurückgekommen aus der Babypause an einem Montag und am Freitag ist dann dieses Video erschienen. Und davor, dazwischen habe ich ein Interview gegeben, wo ich gesagt habe, ich werde jetzt leiser treten, ich werde es jetzt langsamer angehen, ich werde jetzt viele Abende auch zu Hause verbringen und mir mehr Zeit für die Familie nehmen. Und es war die Unwahrheit. Herr Pilz? Jetzt steht es immer mit mir herum. Ja. Ich habe vor längerer Zeit einmal, da kann ich mich gut daran erinnern, über den Präsidenten der Wiener Wirtschaftskammer, Walter Nettig, was ebenso Negatives wie Falsches gesagt. Und er hat mich darauf aufmerksam gemacht. Und über viele andere auch. Ich habe mir das... Na, Herr Kurz, bei Ihnen hat bis jetzt alles gestimmt, was ich bedauere. Aber bleiben wir bei Ihnen. Ich habe mich dann bei ihm entschuldigt und das ist sogar eine Freundschaft entstanden. Und Frau Rendi-Wagner, Sie konnten sich nicht recht entscheiden, oder? Sie haben noch nie die Unwahrheit gesagt. Für die großen politischen Ansagen und Fragen habe ich aus meiner Sicht nicht die Unwahrheit gesagt. Aber wenn wir es auf die Ebene der Details jetzt von Studiendaten und dergleichen heben, da kann ich keine Hand ins Feuer legen, dass wir da hier oder da... Ich habe mich bei der letzten TV-Diskussion um eine Null geirrt. Das ist sehr viel, aber das ist ein Irren und jetzt keine Unwahrheit. Also die Frage ist, wo zieht man hier die Grenze? Ich glaube, wir sind alle Menschen und die machen auch Fehler. Gut, also eine Runde voller Geständnisse. Ein Thema, bei dem den Wählern und Wählerinnen möglicherweise nicht immer ganz die Wahrheit zugemutet wird, sind die Pensionen. Ja. In den nächsten 15 Jahren werden 1,9 Millionen Menschen in diesem Land in Pension gehen. Und weil wir immer länger leben, Gott sei Dank, sind die heutigen Pensionisten auch sehr viel länger im Ruhestand, als es ihre Eltern waren. Frau Meindl-Reisinger, die NEOS sind ja als einzige Partei für eine sogenannte Pensionsautomatik, also dass das Pensionsalter automatisch mit der Lebenserwartung mitsteigt. Alle anderen sind dagegen. Wissen Sie was, was die anderen nicht wissen, oder liegen Sie einfach falsch? Naja, das ist genau der Bereich, den ich vorher erwähnt habe, wo wir offensichtlich als Einzige die Wahrheit sagen. Und das ist zwar richtig, aber nicht immer populär. Ja, aber worum geht es denn Folgendes? Ich meine, 1970 sind die Menschen durchschnittlich mit 61 Jahren in Pension gegangen und waren dann durchschnittlich 9 Jahre in Pension. Man ist leider früher gestorben. Heute gehen die Menschen in Österreich, also 2019, durchschnittlich mit unter 60 in Pension und sind dann 22 Jahre in Pension. Und meine Tochter, die auf die Welt gekommen ist Ende März, hat eine große Wahrscheinlichkeit, über 100 zu werden. Wir müssen etwas tun, ganz dringend etwas tun, wenn wir diesen starken Generationenvertrag aufrechterhalten wollen. Und ganz ehrlich, der ist gedehnt und gezerrt worden zu Lasten der jungen Menschen in den letzten Jahren und vor allem auch letzten Donnerstag, wo Beschlüsse gefasst worden sind, weil man halt den Wahltag vor Augen hat, weil man halt bestimmte Wählerklientele vor Augen hat, die diesen Generationenvertrag aufkündigen und de facto auch alt gegen jung ausspielen. Ich will, dass sich nicht nur die Pensionistinnen und Pensionisten jetzt darauf verlassen können, dass sie ordentlich abgesichert sind, dass auch die Schwächsten jetzt unterstützt werden, ganz zielgerichtet, sondern auch unsere Kinder und Enkelkinder. Und ja, da ist eine wenn Möglichkeit, das so wichtig ist, das wenn das so wichtig Modell. Ist für Sie, dann fällt auf, dass diese Pensionsautomatik 2017 für die NEOS eine Koalitionsbedingung war, eine deklarierte, diesmal aber nicht. Warum denn immer? Naja, es geht darum, dass wir was tun müssen. Aber es gibt viele verschiedene Zugänge, was zu tun ist. Ja, aber Sie haben unser vier Koalitionsbedingungen Vorschlag, genannt, ja, aber da war das ist, nicht dabei. So ich bleibe doch bei nicht. Dem, was ich vorher gesagt habe. Politik ist bisweilen ein bisschen komplexer. Und unser Lieblingsmodell, wenn Sie so wollen, ist das schwedische Modell. Da waren schwedische Sozialdemokraten, die haben damals den Mut gehabt, diese Pensionsreform auf den Weg zu bringen. Ich finde es traurig, dass heutzutage die ÖVP letzten Donnerstag bei Beschlüssen zugestimmt hat, die diesen schwedischen Sozialdemokraten sogar zu links gewesen wären. Das wäre unser Lieblingsmodell. Aber natürlich gibt es auch Möglichkeiten, in diesem System etwas anzupassen. An allererster Stelle
nicht wieder Beschlüsse zu machen, die erst recht wieder Frühpensionierungen ohne Abschlag ermöglichen. Dazu kommen wir gleich. Ich möchte aber noch kurz bei dieser Automatik bleiben, Herr Hofer. Die FPÖ lehnt das kategorisch ab. Warum eigentlich? Das klingt ja nicht unlogisch. Ja, also ich verstehe überhaupt nicht, dass die NEOS ja nichts dagegen haben, dass Menschen, die nach Österreich kommen, noch keinen Tag einbezahlt haben, eine Mindestsicherung von mehreren tausend Euro bekommen. Aber dass Pensionisten, die ein Leben lang gearbeitet haben, eine Pensionserhöhung bekommen, die ihrem Leben auch gerecht wird. Unsere Eltern und Großeltern haben dieses Land aufgebaut. Und sie haben es verdient, dass sie auch eine lebenswürdige Pension bekommen. Und dafür stehen wir. Aber warum sind Sie gegen die Pensionsautomatik? Aber was sagen Sie den Jungen, Herr Hofer? Weil die Produktivität auch steigt. Also das heißt, dass wir mit weniger Arbeitsstunden heute mit den Möglichkeiten der Technik wesentlich mehr auch einbringen. Und daher auch ja Pensionisten, die zahlen nicht nur Pensionsbeiträge, die zahlen ja auch ein Leben lang Steuern. Und da gibt es Leute, die haben noch keinen einzigen Cent an Steuern bezahlt und bekommen tausende Euro Mindestsicherung. Und das ist nicht in Ordnung. Herr Kurz, Sie haben ja bei dem Thema Ihre Meinung offenbar fundamental geändert. Noch 2015 haben Sie gesagt, ich zitiere, wenn unser System zukunftsfit sein soll, müssen wir dafür sorgen, dass eine Pensionsautomatik eingeführt wird. Es gibt noch mehrere solche Zitate von Ihnen. Seit Sie Kanzler sind, ist davon keine Rede mehr. Pensionsexperte Marin sagt sogar, Sie würden die sozialdemokratische Wohlfühlpolitik auf die Spitze treiben, würde Ihnen jetzt Frau Wendi-Wagner wohl nicht vorwerfen. Aber trotzdem, weswegen haben Sie da Ihre Meinung geändert? Also ich würde gern zwei Bereiche auseinanderhalten. Der erste Bereich ist die Frage, kann man von einer Pension leben? Die Masse der Pensionisten muss in Österreich von einer Pension um die 1000 Euro leben. Genau. Und ja, ich gebe zu, ich habe mich als Bundeskanzler dafür eingesetzt, dass diese Pensionisten, die von sehr, sehr wenig Geld leben müssen, ein paar Euro mehr bekommen als die Inflationsabgeltung. Und ich werde diesen Weg fortsetzen. Der zweite Punkt ist die Frage des Antrittsalters. Und da widerspreche ich Ihnen fundamental, Herr Wolf. Wir haben ein tatsächliches Pensionsantrittsalter im Schnitt von 60 Jahren und ein gesetzliches von 65. Das war aber auch schon so, als Sie 2015 gesagt haben, wir müssen eine Pensionsautomatik einführen. Aber man darf auch klüger werden. Der Punkt, den wir machen und schaffen müssten, ist, dass die Frühpension die Ausnahme ist und nicht der Regelfall. Wir müssen es endlich schaffen, dass die Menschen nicht im Schnitt mit 60 Jahren in Pension gehen, sondern mit 65 Jahren. Und ja, ich glaube, es ist zunächst einmal notwendig, das tatsächliche Pensionsantrittsalter von 60 auf 65 zu bringen, als dass man darüber philosophiert, ob man jetzt von 65 auf 67 gehen sollte. Jetzt hat das die Frau Meindl-Reisinger schon angesprochen. Frau Wendi-Wagner, Sie sind ja kategorisch gegen so eine Automatik, aber Sie haben einen Antrag eingebracht im Parlament, der dann auch durchgegangen ist, dass man künftig wieder nach 45 Arbeitsjahren mit 62 in Frühpension gehen kann, und zwar ohne Abschläge. Da sagt jetzt Pensionsexperte Marin, das ist wirklicher Unfug. Wenn die Menschen immer länger leben, ist es dann wirklich sinnvoll, die Frühpension wieder einzuführen? Nein, wir müssen aber schon die Situation der Betreffenden auch sehen. Und was ich wirklich ablehne, ist, dass wir hier Generationen gegeneinander ausspielen, was die NEOS ein bisschen immer wieder machen, dass sie sagen, Junge gegen die Älteren. Ich habe noch nie gesagt, es geht gegeneinander, sondern es kann ja nur im Miteinander gehen. Und wir haben ein Umlagesystem, deswegen wird es immer so funktionieren, dass es ein gemeinsames ist, dass wir dafür Sorge tragen, dass die Generation, die unser Land aufgebaut hat, die jahrzehntelang ihre Leistung erbracht hat, auch würdig altern kann. Ja, sind wir froh und stolz darauf, dass wir in einem Staat leben, wo wir immer länger leben und die Lebenserwartung faktisch steigt. Das ist gut so. Aber was wir sehen, ist, dass die gesunde Lebenserwartung nicht steigt. Das heißt, die Leute in Österreich sind nicht gesund älter. Das heißt, die Zeit, die wir in Krankheit und Behinderung und körperlicher Pflegebedürftigkeit verbringen, wird mehr. Und das ist ja natürlich auch, hat Auswirkungen auf unsere Altersarbeitsfähigkeit. Das heißt, ich kann ja jetzt nicht sagen, weil wir älter werden, steigt automatisch die Fähigkeit, länger zu arbeiten, weil das sehen wir im faktischen Pensionsantrittsalter, das bei plus minus 60 Jahren liegt. Das ist übrigens das Alter, das gesunde Lebenserwartungsalter. Das heißt, wir müssen unsere Anstrengung dahin legen, nicht ein mathematisches Modell anzustellen und zu sagen, wir machen eine automatische
Pensionserhöhung, Pensionsalterserhöhung, sondern unsere Anstrengung dahin legen, dass die Arbeitsbedingungen so werden, dass die Menschen länger, gesünder arbeiten können und länger im Betrieb bleiben, nicht ausgepowert sind. Und ich sage Ihnen, Herr Wolf, nach 45 Jahren, wenn Sie mit 15 Jahren, weil das geht sich ja nur so aus, wenn Sie etwa mit 15 Jahren beginnen zu arbeiten, und das sind keine Jobs, die rein am Schreibtisch sind, sondern das sind Jobs, die meist am Bau sind, sehr handwerklich sind, sehr körperlich exponierte Jobs sind, dann sind Sie nach 45 Jahren körperlich am Ende. Gut. Glaub, und dann ist es mehr Punkt, als recht, dass diese Menschen abschlagsfrei in Pension gehen können. Gut, und ich bin auch so lange nicht für eine Pensionsantrittserhöhung, solange wir eine Altersarmut haben, die so hoch ist, wie sie ist im Moment, und eine Altersarbeitslosigkeit, die seit einem Dreivierteljahr übrigens in Österreich wieder im Steigen ist. Gut, danke. Herr Kurz, nur ein Satz dazu. Würden Sie im nächsten Nationalrat diesen Beschluss mit den Frühpensionen wieder rückgängig machen? Welchen Beschluss meinen Sie? Der jetzt gefasst wurde dieser Tage, dass man abschlagsfreien Frühpension geben kann. Wir haben den Beschluss negativ gesehen, haben dagegen gestimmt, weil wir es einfach für falsch achten. Würden Sie ihn wieder rückgängig machen? Das müssen wir uns anschauen, kommt auf die Mehrheiten an. Aber der Beschluss war falsch und gefährdet unser Budget. Herr Hofer, ein Satz, würden Sie ihn rückgängig machen? Das ist richtig. In dritter Lesung haben Sie zugestimmt. Gut, Herr Pilz, Sie gehen ja noch viel weiter und verlangen eine bedingungslose Grundsicherung im Alter in Höhe von 1.200 Euro. So steht der Satz in Ihrem Programm. Ab welchem Alter und wer bezahlt das? Ab dem gesetzlichen Pensionsalter, das jetzt vorgesehen ist. Erstens, Frau Rendi-Wagner hat vollkommen recht. Würden wir jetzt die Altersgrenze nach oben verschieben, bei dem Gesundheitszustand der meisten älteren Menschen in Österreich, dann würden die nicht länger arbeiten, sondern gesundheitshalber in Frühpension gehen. Genau. Das ist vollkommen Unsinn, sowas zu tun. Das Zweite ist, 47% unserer Pensionistinnen und Pensionisten haben eine Pension unter 1.000 Euro. Das ist in einem der reichsten Länder der Welt schlicht und einfach eine Schande. Drittens, wir haben das von Bernd Nussbaumer, unserem Ökonomen von der Nationalbank, der bei uns auf der Liste ist, genau durchrechnen lassen. Sie können eine bedingungslose Grundpension für alle, und davon profitieren in erster Linie Frauen, finanzieren, wenn sie nur auf 1% Körperschaftssteuersenkung verzichten. Das ist finanzierbar und das ist eine politische Entscheidung. Wollen wir die Spender von Herrn Kurz und von anderen bedienen mit einer Senkung der Gewinnsteuern um 1%? Oder wollen wir endlich Altersarmut so bekämpfen, dass wir sie mit einem Gesetz zum Verschwinden bringen? Und da ist für mich die Entscheidung ganz besonders leicht. Herr Kogler, Sie fordern so etwas Ähnliches, eine Grundpension von 900 Euro ab 65 für alle, steht in Ihrem Programm. Das heißt, Pension vor 65 gibt es dann gar nicht mehr. Das Frauenpensionsalter würden Sie mit einem Schlag von 60 auf 65 hinaufknallen? Nein, das heißt das natürlich nicht. Das ist ja, die bestehenden Regelungen würden ja bleiben, aber ab dem Erreichen des 65. Lebensjahres, das deckt sich wirklich total, das muss ich auch nicht wiederholen, gibt es dadurch eine massive Bekämpfung der Altersarmut vieler Frauen im Übrigen, dass hier diese Grundpension bezahlt wird. Und das ist auch finanzierbar. Mittlerweile erhöht sich das ja dann schon gegen 1.000 Euro sogar. Also das ist das eine. Aber zu den anderen Punkten, die hier erwähnt wurden, weil da gibt es wirklich Unterschiede. Erstens einmal lobe ich den Nationalrat, obwohl ich gar nicht drinnen bin, ja, für diese zusätzliche, über die gesetzliche Anpassung hinaus vorgesehenen 20 Euro, glaube ich, zusätzlich bei einer Pension um 1.000 Euro. Und da ist wirklich ein Unterschied zwischen den Neos und uns, weil das berührt mich wirklich unangenehm. Ja. Auch was die zukünftige Finanzierung betrifft oder diese Prognose der Automatik. Also wir sehen das ja auch so, solange das gesetzliche Pensionsalter nicht erreicht ist, brauchen wir diese Automatik nicht. Was in 20, 30 Jahren ist, werden wir sehen. Nur so viel muss schon klar sein. Ja. Diese Tendenzen, die hier kommen, die gehen ganz stark Richtung kapitalfinanziertes Pensionssystem. Und ich sage, wenn wir in Österreich weiterhin wirtschaftlich vernünftig agieren und auch sozial gerecht, dann geht sich das alles aus mit der Wertschöpfung. Das ist das berühmte Umlageverfahren, dass Sie alle auf alles verlassen können. Und da ist ein massiver Unterschied im Gesellschaftsbild, nämlich bei den Neos habe ich oft das Gefühl, ja, wenn jeder auf sich selber schaut, dann ist schon auf alle geschaut. Völlig falsch. Wir sollten alle
gemeinsam auf uns schauen. Und das, da kommt die Grundsatzprogrammatik zur Anwendung in verschiedenen Konzepten dann. Also wir stehen zur Grundpension und das wird die Altersarmut der Frauen mit Sicherheit zumindest lindern. Frau Mittelreisinger, Sie sind in der Redezeit voran, nur ein Satzreplik. Naja, ich liebe ja die Wuchteln vom Herrn Kogler bisweilen, aber es hilft nicht, wenn mit Wuchteln und Halbwahrheiten hier agiert wird. Nein, geht es in einem Satz? Nein, Herr Wolf, es geht nicht. Es kann nicht sein, dass der Herr Kogler hier uns unterstellt, wir würden nur auf den Einzelnen schauen. Es geht um den Zusammenhalt und es geht darum, dass wir eine Situation hatten, dass drei Erwerbstätige früher eine Person in Pension erhalten haben. Das haben Sie schon gesagt. Und ein letztes noch. Das war jetzt mehr als ein Satz. Das sind die Ausgaben durch den Beschluss letzten Donnerstag. Das war jetzt mehr als ein Satz und Sie sind so nett und lassen uns die Diskussion leiten. Vielen Dank. Es ist auf jeden Fall so, dass Ihnen natürlich klar sein kann oder sollte, dass die Redezeit, die Sie voran sind, vielleicht Ihnen noch fehlen wird bei Themen, wo Sie auch noch was sagen wollen. Das nächste Thema, da geht es auch um Geld. Man sagt Steuern und Finanzen. Wir wollen das ganz anders auflösen. Wir haben drei konkrete Fragen und wir wollen, dass Sie das paarweise diskutieren. Das heißt, ich mische mich überhaupt nicht ein, auch Armin Wolf nicht, wer anfängt, wer sich das Wort nimmt. Sie haben 3 Minuten lang Zeit, schauen einander an. Ich bleibe natürlich hier stehen, weil völlig klar ist, Sie, Herr Hofer, und Sie, Herr Pilz, beginnen. Und zwar die Frage, CO2-Steuer notwendig oder unsozial? Ihre 3 Minuten laufen. Also aus meiner Sicht nicht notwendig, auch unsozial, weil bei allen möglichen Themen, auch jetzt im Wahlkampf, immer der Ruf kommt, Steuern, Steuern, Steuern. Das ist eine CO2-Steuer, eine Schnitzelsteuer, also immer wieder neue Ideen, Todessteuer, also Erbschaftssteuer und so weiter, also immer neue Ideen. Ich glaube, dass wir das Thema anders angehen müssen, dass wir beim Individualverkehr rein müssen, beim Biersplit von E5 auf E10 gehen müssen, dass wir weiter investieren müssen, auch in den öffentlichen Verkehr, aber bitte nicht permanent, um Probleme zu lösen, auf die Idee zu kommen, wir müssen wieder neue Steuern erfinden. Wir haben eine hohe Steuerbelastung in Österreich und wir treffen damit wieder nur die Pendler und jene, die auch wirklich arbeiten gehen. Und die Leute, die zu Hause bleiben und nicht arbeiten gehen und aus dem Ausland kommen, die sind dann wieder die Gewinner. Herr Hofer, wenn das passiert, was Sie wollen, nämlich dieses große Bündel an Maßnahmen, wo die Klimasteuer, die ökosoziale Steuerreform das Herz ist, wenn Sie das verhindern, dann werden Sie in nicht zu langer Zeit, weil wir haben nur noch wenige Jahre Zeit, um das umzusteuern, werden Sie zu Hause in Pinkerfeld sitzen und darüber schimpfen und jammern, dass Sie ein nordafrikanisches Klima haben. Vielleicht werden Sie dann Palmen pflanzen, aber es wird eine Katastrophe, eine wirkliche Katastrophe. Ich glaube, Sie haben es einfach nicht verstanden. Wir leisten uns in Österreich den Luxus von Politikern wie Ihnen, die immer noch nicht verstanden haben, was auf dieser Welt passiert. Und die immer nicht verstanden haben, welche Verantwortung Sie genau für diese Generation tragen. Sie haben es nicht verstanden. Manche von Ihnen haben es nicht verstanden, weil es Sie nicht interessiert hat. Andere haben es nicht verstanden, weil Ihre Parteienfinanzierung genau von dort her kommt, wo Interessen sind, dass nicht umgesteuert wird, dass nach wie vor fossile Brennstoffe verheizt werden, dass nach wie vor unser Klima zerstört wird. Ich glaube nicht, Herr Hofer, und es tut mir persönlich leid, dass ich Sie überzeugen kann, deswegen brauchen wir andere politische Mehrheiten, in denen klimafeindliche und zutiefst fossile Parteien wie die FPÖ keine Rolle in Regierungen mehr spielen. Sie haben noch eine Minute. Also ich sage einfach, Steuern ändern gar nichts. Also ich gebe Ihnen vollkommen recht, wie wichtig es ist, dass wir die richtigen Maßnahmen setzen. Aber die richtige Maßnahme ist nicht, Steuern zu erhöhen. Sondern die richtige Maßnahme ist, dass wir die richtigen Dinge unterstützen und fördern. Und schauen Sie, ich bin auch, glaube ich, persönlich Vorbild. Ja? Ich habe eine Photovoltaikanlage, ich baue mein eigenes Obst und Gemüse an. Ich habe das Wasser aus dem Brunnen. Ich esse sogar kein Fleisch übrigens. Ja? Ich sage nur eines, mit neuen Steuern ändern wir nichts, sondern wir müssen einfach auch die richtigen Maßnahmen setzen. Und den Menschen das Leben teurer zu machen, ist nicht der richtige Maßnahme. Das Wichtige ist bei einer großen ökosozialen Steuerreform,
dass wir als erstes den Haushalten klar machen, ihr kriegt das gesamte Geld zurück. Und jeder Haushalt, der klimaschonend lebt, wird sogar finanziell profitieren. So, drei Minuten sind zu Ende. Kein Wunder, dass es hier keine Einigung gibt. In der nächsten Frage sind sich mutmaßlich Beate Meindl-Reisinger und Werner Kogler ziemlich uneins, aber vielleicht können sie einander in den folgenden drei Minuten überzeugen. Die Frage lautet, Schuldenbremse in der Verfassung sinnvoll oder problematisch? Nachdem da vorher die Vorwürfe kamen von den Grünen, kommen Sie sicher auch gleich wieder. Also bitte starten Sie, Herr Kogler. Dankeschön. Ja, mein Gott, Schuldenbremse. Die Politik lebt ja davon, dass immer agitatorische Begriffe verwendet werden. Und Schuldenbremse klingt ja recht gut. Da wird es wahrscheinlich, wenn wir eine Umfrage machen, eine Mehrheit dafür geben. Sinnvoll ist das dann nicht. Und das ist leider die Regel, wenn das so gehandhabt wird, dass sich die Parlamente und die Regierungen ihres Spielraums berauben, hier Investitionen tätigen zu können in der Zukunft. Ja. Und das scheint so zu sein, was ich bin ja jetzt nicht im Nationalrat, aber im Wesentlichen ist der aktuelle Beschluss ja entlang des bundesdeutschen Modells orientiert. Also wir haben ja da den Textvergleich gemacht, vielleicht kann man ja sonst wer helfen, der im Nationalrat gerade ist. Und die Führenden Wirtschaftswissenschaftler in Deutschland sagen selber, dieses Konstrukt ist schädlich und ist ein Unsinn, weil es nämlich im Ergebnis als Investitionsbremse wirkt. Wir brauchen jetzt eine Reihe von Klimaschutzmaßnahmen, da muss man investieren. Wir sind ja auch nicht die, die dauernd Steuersenkungen versprechen, wie Sie im Übrigen während der Wahlen und sagen aber nie, wo man es einspart. Wenn das auch noch gleichzeitig zutrifft, dann wird es natürlich besonders happig. Dann können wir bald gar nichts mehr investieren. Das brauchen wir jetzt aber für den Klimaschutz. Das halte ich für das wesentliche Argument. Wir sind in der Verantwortung der Nachhaltigkeit. Nicht nur in ökologischer Hinsicht, sondern auch in ökonomischer Hinsicht. Das heißt, dass wir die Verantwortung haben, einen ordentlichen Haushalt zu hinterlassen. Was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, ist jedes Jahr neue Schulden zu machen. Und das ist letztlich der Schuldenrucksack, den alle jungen Menschen hier zahlen werden. Und ja, wir wollen eine Entlastung, weil ich davon überzeugt bin, oder spüren die Österreicher jeden Tag, dass sie zu viele Steuern zahlen. Warum? Weil ihnen nichts mehr bleibt. Weil sie sich schwer tun, damit etwas aufzubauen. Weil einfach viel zu wenig Netto vom Brutto überbleibt. Die Schuldenbremse wird ja viel schwieriger, wenn Sie die Steuern anders senken. Herr Kogler, darf ich jetzt ausreden? Ich finde das jetzt ein bisschen unfair. Sie haben, ich habe Ihnen einen Monolog nicht gestört. Das bitte darf ich auch aussprechen. Ich bin ja hier nicht für die Redezeit. Also es geht um die Entlastung der Menschen. Die ist uns wichtig, weniger Steuern. Und ein ordentlicher Haushalt ist uns auch wichtig. Und wir haben uns das genau angeschaut. Es braucht natürlich die Flexibilität. Aber wenn Sie so wollen, wir haben unseren Keynes zu Ende gelesen. Das heißt nämlich, in den Zeiten, in denen die Konjunktur gut ist, ein konsolidiertes Budget zu machen, effizienter zu sein, Einsparungen, damit man genau diesen Spielraum hat. Und jetzt kommen wir übrigens in die Situation, dass die Wirtschaft sich eintrübt. In Deutschland gibt es sogar Kurzarbeit. Und das zeigt übrigens, wie wichtig Wirtschaftskompetenz in der nächsten Regierung sein wird. Und diese Wirtschaftskompetenz gibt es mit NEOS. Sie hätten sogar noch 11 Sekunden übrig. Da würde ich aber ausführlich widersprechen wollen. Für ausführlich haben wir keine Zeit mehr. Das weiß ich schon. Ja. Aber weil wir damit in die Situation kommen, in einer Zeit, wo in Wahrheit der Staat null Zinsen zahlt, keine Klimaanleihen auflegen können, etc. Es wäre jetzt, gerade wenn jetzt der Wirtschaftskrise kommt, sollte man investieren. Sie sind mitunter etwas störrisch. Die drei Minuten sind jetzt schon deutlich vorbei. Ich habe den Eindruck, Sie haben einander nicht ganz überzeugt. Vielleicht gelingt es in der nächsten Diskussion. Wer hat die besseren Argumente jetzt von Ihnen, Herr Kurz, Frau Rendi Wagner? Ein Steuerthema, das Sie total entzweit, ist die Erbschaftssteuer. Ich bitte auch Sie beide, dass Sie einander ansehen. Sie haben 3 Minuten Zeit und Sie entscheiden, wer beginnt. Bitte sehr. Bitte. Also derzeit gibt es 19 EU-Länder, die eine Erbschaftssteuer haben, darunter auch Deutschland. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat sogar die bayerische Landesverfassung die Erbschaftssteuer in ihrer Verfassung stehen. Und das ist Ihnen ja jetzt nicht so fremd. Das sind Ihre Parteikollegen Markus Söder, mit dem Sie ja auch sehr eng verbunden sind. Also so abwegig ist es offenbar auch nicht den Bayern. Was will ich in Österreich? In Österreich will ich, dass alle, die unter 1 Million erben,
keine Steuern dafür zahlen und sogar weniger, als sie derzeit zahlen, weil derzeit gibt es die Grunderwerbsteuer. Die will ich streichen. Aber alle, die große Erbschaften bekommen über 1 Million, sollen für den Betrag über 1 Million zahlen. Das heißt, jemand, der 1 Million erbt, zahlt nichts. Jemand, der 1 Million und 1 Euro verdient, zahlt in dem Fall 25 Cent, 25% von dem Betrag drüber. Warum ist das so? Ich denke, das ist notwendig, weil derzeit 80% der gesamten Steuern, mit denen wir Schulen finanzieren, unsere Gesundheitsversorgung finanzieren, unsere gemeinsamen Leistungen für die Gesellschaft finanzieren, zahlen derzeit 80% der arbeitenden Menschen. Die arbeitenden Menschen, die hier 80% hineinzahlen. Und es ist mehr als eine Frage der Gerechtigkeit, wenn wir sagen, die besonders Vermögenden sollen einen Teil ihrer Erbschaft auch in diese gemeinsamen Leistungen stecken und mitfinanzieren. Auch Zukunftsherausforderungen, gerade im Kampf gegen die Klimakrise, das ist nur mehr als gerecht. Und bei Betriebsübernahmen, da muss es Ausnahmen geben. Das gibt es in Deutschland auch. Und da bin ich gerne bereit, auch das deutsche Modell nach Österreich für diese Erbschaftssteuern ab 1 Million plus zu übernehmen. Also ich tue mir bei dem Thema leicht, glaube ich, Sie zu überzeugen, weil Sie ja selber vor einem halben Jahr in einem Interview gesagt haben, dass sehr beachtet wurde, dass Sie eigentlich eh der Meinung sind, dass Sie im Moment nicht der richtige Zeitpunkt für Erbschafts- und Vermögenssteuern ist, sondern dass es eigentlich einmal gut ist, die Steuern zu senken. Und ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz. Keine neuen Steuern, sondern Senken der Steuerlast aus mehreren Gründen. Zum Ersten, damit den arbeitenden Menschen mehr zum Leben bleibt. Und zum Zweiten, weil immer, wenn neue Steuern eingeführt wird, die Politik gute Ideen findet, wie man das Geld ausgibt. Darum bin ich nicht für neue Steuern, sondern dafür, dass wir die Steuerlast senken. Wir haben mit den Kleinstverdienern begonnen, wir haben den Familienbonus eingeführt. Jetzt gehören die Progressionsstufen gesenkt, also dass alle arbeitenden Menschen mehr zum Leben haben. Warum bin ich gegen die Einführung von Erbschafts- und Vermögenssteuern? Erstens einmal, Sie haben selber in Frage gestellt vor einem halben Jahr. Zweitens, die Sozialdemokratie war es, die es abgeschafft hat. Und zum Dritten, die wirklich Superreichen, die verschieben ihr Geld in der Sekunde ins Ausland. Und betroffen ist dann wie immer der Mittelstand, der eine kleine Wohnung hat, ein kleines Haus hat und nicht ins Ausland abwandern kann. Also die Flucht des Vermögens hat in allen 19 EU-Ländern so nicht stattgefunden, wie Sie sie jetzt skizzieren als Horrorinstrument für Österreich. Also sollten Sie beide zu Koalitionsverhandlungen kommen, nehme ich jetzt an, dass die Erbschaftssteuer ganz sicher zu keiner, also dass es bei diesem Thema zu keiner Einigung kommt. An dieser Stelle schauen wir mal wieder auf die Redezeit und blenden Sie auch ein. Frau Meindl-Reisinger liegt voran, gemeinsam mit Frau Rendi-Wagner fast gleich auf, aber Sie haben einen ziemlichen Vorsprung. Und Herr Hofer liegt momentan am letzten Platz, holt das vielleicht noch auf. Wir kommen zu unserem nächsten Themenblock. Gestern haben 4 von Ihnen im Nationalrat mit sehr großer Mehrheit, nämlich die ÖVP, die SPÖ, die NEOS und jetzt gegen die Stimme der FPÖ einen wichtigen Beschluss gefasst, jedenfalls einen viel beachteten Beschluss gefasst. Sie haben die Regierung dazu aufgefordert, in Österreich den Klimanotstand auszurufen. Ein symbolischer Akt. Der Vorteil von einem symbolischen Akt, der kostet kein Geld, aber die nächste Regierung muss Geld in die Hand nehmen. Wir haben gestern von den Klimaexperten und Expertinnen, die den Weltklimabericht vorgestellt haben, gehört. Sie schlagen Alarm, sagen, das Eis dieser Welt schmilzt und jeder wird davon betroffen sein. Gegen welche Maßnahmen vielleicht Ihr Widerstand schmilzt oder auch nicht, würde ich gern wissen. Ich stelle Ihnen die Wahl, 2 Themen, und Sie suchen aus, zu welchem Thema Sie eine Frage zum Thema Klimaschutz haben wollen. Ich fange mit Ihnen an, Herr Kogler, Atomkraft oder Industrie? Ich sage Industrie. Die Klimajugendbewegung Fridays for Future hat die Klimakonzepte der Parteien ja zur Nationalratswahl durch hochrangige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie Helga Gromm-Kolb überprüfen lassen. Die Grünen jetzt und NEOS haben zwar die besten Noten aller Parteien erhalten, aber es sei noch Luft nach oben. Bei der Industrie haben Sie nachgereicht. Aber Herr Kogler, man hat sehr wenig über konkrete Vorschläge bei der Industrie gehört. Ist das schon eine Vorleistung für eine mögliche Koalition mit der industriefreundlichen ÖVP oder können Sie welche nennen?
Naja, also erstens ist gestern die Benotung der Klimawissenschaft, nämlich genau des österreichischen Klimarats, Gromp-Kolb war dabei, aber andere auch, die Führenden eigentlich, endgültig rausgekommen. Und da sind die Grünen einmal ganz knapp bei 1, das ist ähnlich wie ein Schulnotensystem, NEOS bei 2, na, und dann geht es eh schon rauf. Nur damit wir das einmal klarstellen, ich habe das extra mitgebracht. Was die Industrie betrifft, ist es ja völlig klar, da gilt das, was immer gilt. Ich sage, fürchtet euch nicht, die auch nicht. Ja? Wir haben ja jetzt schon bestimmte Deckelungsregelungen, wir werden dann nicht die Föst vertreiben, wenn sie die besten Technologien hat. Da gehört geforscht, dass wir in 10 Jahren dort auch selbst die Hochofentechnologie emissionsfrei herbringen. Und der Hauptpunkt ist doch, wir müssen ja die Chancen in diesem Klimaschutz sehen, gerade für Gewerbe und Industrie. 1 Million Dächer im Photovoltaikbereich, Gebäudesanierung, Gebäudedämmung, abgasfreie Autos ab 2030, 2028 neu zu lassen. Das sind überall neue Chancen. Wir fahren ja, Innovation muss sein, wir fahren ja heute auch nicht mehr mit den Pferdekutschen. Und hätten die sich in der Steinzeit das damals so gedacht, ja, die Steinzeit ist nicht zu Ende gegangen, weil denen die Steine ausgegangen werden. Es war immer Innovation und ja, das geht und da braucht es wirtschaftspolitische Instrumente und Rahmenbedingungen. Die wurden hier gefragt im Übrigen, genau das war das Thema und da sind wir Hausaufgabe Nummer 1. Ein konkreter Punkt, den Sie wollen von der Industrie, also wo Sie wirklich eine Forderung aufstellen würden? Ja, nicht die Politik muss sehen. Die Rahmenbedingungen setzen und das ist natürlich Sagen die große ökologisch-soziale Steuerreform. Das heißt, klimaschädliche Produktionsweisen werden tendenziell teurer und damit auch die Produkte am Schluss und die klimafreundlichen werden billiger. Das muss man irgendwann einmal verstehen. Rein ins Solarzeitalter, raus aus dem Fossilzeitalter. Die Fred Feuerstein sitzen eh in der Bundesregierung und die Klimawandelleugner und die Unterlassungstäter und. Die Sache ist völlig klar. Sie ist klar. Fürchtet euch nicht. Herr Hofer. City-Maut oder Greta Thunberg? Greta Thunberg. Sie ist die prominenteste Figur der Klimabewegung. Sie mobilisiert weltweit Millionen junger Menschen auf der Straße. Was macht sie besser als sämtliche Regierungen und Politiker und Politikerinnen? Gar nichts. Also zunächst einmal leben wir in einer Demokratie. Und hier werden Politiker gewählt und diese Dame, die junge Dame, ist von niemandem gewählt worden. Erstens. Zweitens. Klimanotstand, ja. Wir haben diesen Beschluss nicht mitgetragen, weil was kommt als nächstes? Das Klimakriegsrecht, oder haben wir dann eine Zöpferldiktatur mit der Frau Thunberg, die dann das Parlament auflöst? Also das geht alles ein bisschen zu weit, finde ich. Ja. Aber das heißt, Umweltsprecher gestern, der Herr Rauch, sagt, ja, eine Klimahysterie, aber wenn wir bei der Frau Thunberg bleiben, ja, also Sie nehmen sie nicht ernst? Ich nehme jeden Menschen ernst. Aber in einer Demokratie werden Politiker gewählt, und diese Politiker treffen Entscheidungen. Und, aber jetzt würde ich jetzt als Gegenargument, Herr Hofer, engagiert sich irrsinnig und macht sehr viel, aber die Schülerinnen und Schüler, die hier sitzen, ja, alles, sind alle über 16 und jetzt dürfen, ja, sie mit 16 wählen. Greta Thunberg ist auch 16, ja, also aber wo sie ist hat da kein jetzt Mandat. Der Unterschied? Sie hat kein Mandat. Und die Entscheidungen werden in Österreich getroffen von Menschen, die ins Parlament gewählt wurden und nicht von Menschen, die eine Klimahysterie ausrufen. Sie wissen, dass ich fest davon überzeugt bin, dass wir die richtigen Maßnahmen setzen müssen, um unser Klima zu schützen. Aber bitte keine Hysterie, bitte kein Notstand und bitte kein Kriegsrecht, das brauchen wir alles nicht. Das würden Sie Frau Thunberg vorwerfen, dass sie gar nicht Kriegsrecht haben? Ich bin begeistert, dass sie sich so einsetzt, dass sich auch ihre Kindheit opfert, ja, für dieses wichtige Thema. Aber ich sage, die Entscheidungen treffen schon gewählte Politiker in den Ländern. Ja, gut, aber die gehen ja alle auf die Straße, weil offenbar viele Regierungen zu spät. Ja, aber jeder Mensch hat eine Stimme und kann wählen. Und ich sage, mit einer Hysterie erreichen wir gar nichts. Wir müssen investieren in den öffentlichen Verkehr, wir müssen in Wasserstoff investieren, in Elektromobilität und so weiter und so fort. Aber ein Notstand bringt überhaupt nichts. Also kein Notstand laut Norbert Hofer. Herr Kurz, Diesel oder Deutschland? Was heißt Deutschland? Zum Klima schon noch? Oder so ja, natürlich. Diesel. Oder Deutschland, das ist irgendwie interessanter, oder? Spannender. Diesel weiß man, was kommt. Dieselskandal war ja in Deutschland hat ein Klimapaket beschlossen, das haben Sie sicher genau gelesen. Mit dabei ein CO2-Preis, das heißt, der Sprit wird schrittweise teurer von 3 Cent pro Liter bis 2021, dann bis 2026 sind es dann 10 Cent. Als Ausgleich wird die Pendlerpauschale um 5 Cent pro Kilometer, aber auch erst ab 21 Kilometer angehoben. Selbst die konservativ regierte Autonation Deutschland setzt auf einen CO2-Preis und einen Ausgleich
Ausgleich für Pendlerinnen. Und das vor dem Hintergrund einer drohenden Rezession. Auch die Schweiz hat gestern so etwas beschlossen. Sind hier, eben ist Ihre Schwesterpartei, CDU, mutiger? Na, ich würde die Dinge gern einordnen und unterscheiden. Ja? Zunächst einmal vielleicht zur Ökologisierung der Pendlerpauschale. Wir halten das für sinnvoll, wir schlagen das vor und wir halten das für richtig. Das bedeutet, wenn jemand öffentliche Verkehrsmittel oder das Auto verwenden kann, dann soll es einen steuerlichen Lenkungseffekt geben, dann soll es Anreize geben, dass man die öffentlichen Verkehrsmittel verwendet. Zweite Frage ist, soll man Menschen dafür bestrafen, dass sie ein Auto brauchen? Da sind wir dagegen. Wir wollen nicht, dass man SUVs, die man neu kauft, viel billiger macht, die 100.000 Euro kosten, wie es in anderen Programmen steht, und auf der anderen Seite den Sprit für Menschen, die pendeln müssen, die im ländlichen Raum wohnen, erhöht. Das heißt, wir sind gegen eine Strafsteuer für Pendler. Wenn das nur ein Cent ist, dann nutzt es nichts. Und wenn es viel ist, dann können sich Leute oftmals nicht mehr leisten, dass sie mit dem Auto in die Arbeit fahren. Wenn sie aber wo leben, wo es keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt, dann haben sie ein Problem. Dritter Punkt, auch Stichwort Deutschland. Bei der Industriepolitik wäre ich ganz, ganz vorsichtig, dass wir nicht den Fehler machen, Unternehmen aus Österreich zu vertreiben. Die FÖS zum Beispiel hat 10% der CO2-Emissionen von der Republik Österreich. Sie können mit einem Federstrich ein Gesetz machen, dass es für die FÖS unattraktiv ist, in Österreich zu produzieren. Ja, das will ja niemand. Dann gehen die will das. Dann gehen die nach Polen, produzieren in Ungarn oder anderswo zu anderen Bedingungen. Dort sind die CO2-Emissionen dann noch höher und bei uns fallen die Arbeitsplätze weg. Aber zusammengefasst, das Klimapaket von Deutschland ist kein Vorbild für Österreich. Fasse ich das richtig zusammen? Fassen Sie mich nicht anders zusammen, als ich es gesagt habe. Ich bin jetzt gegen Copy-Paste des deutschen Modells. Es gibt Dinge, die sind sinnvoll, Ökologisierung, Pendlerpauschale. Und dann bitte, Frau Reiterer, sind es die Deutschen, die in Teilbereichen massiv hinterherhinken. Wir sind als Bundesregierung, hat keiner mitbekommen, nicht nur aus dem Atomstrom, den haben wir schon ewig nicht in Österreich, Gott sei Dank, auch aus Kohlekraftwerken ausgestiegen. Die Deutschen brauchen dafür bis 2034. Wissen Sie, wie viel CO2-Emissionen ein einziges Kohlekraftwerk hat? Also man muss schon in den richtigen Bereichen aufs Gas steigen. Frau Rendi-Wagner, fliegen oder Fahrverbote? Wir haben das entschieden als Bundesregierung. Fliegen. Der oberste Sozialdemokrat der EU-Kommission, Franz Timmermans, hat vehement im EU-Wahlkampf gefordert, ein Verbot von Kurzflügen, nicht sofort, aber von bis zu 1500 Kilometer, das hätte eben alle Inlandsflüge wären da verboten in der EU, 1500 Kilometer, ein Flug von Wien nach Mallorca zum Beispiel. Seit der Wahl hat man nichts mehr davon gehört. Also große Visionen vor großen Wahlen, fangen wir mit kleinen an, sollen Flüge von Wien nach Bregenz, von Wien nach Graz, nach Linz, nach Salzburg, also innerösterreichische Flüge, einmal verboten werden? Also ein Wort, jetzt haben Sie einmal verboten werden. Das ist die Frage, ob irgendwann. Ich jetzt, in dem Moment, sage ich nein, weil ich bin für Verbote, über Verbote jetzt eine Politik zu machen, weil ich glaube, das kann man ganz anders angehen. Man muss sich nämlich anschauen, was ist der Unterschied zwischen Kerosinflugzeugen und der Bahn oder dem Auto. Im Gegensatz zu jedem Autofahrer zahlen die Flugzeuge keine Steuern auf das verbrauchte Kerosin, aber wir wissen, dass Flugzeuge sehr wohl sehr viel CO2-Emissionen haben. Also allein durch einen längeren Flug hat man einen Jahresverbrauch an Auto-CO2. Aber nur so als Zwischenargument, deswegen Ihr Spitzenkandidat Andreas Schieder, Andreas Schieder von Österreich hat gesagt, das ist überlegenswert. Na, aber jetzt, in dem Moment sage ich nein, weil ich sage, man muss einen Schritt vor dem anderen machen und der notwendige Schritt ist, dass wir haben ein gutes, effizientes Bahnsystem, einen guten öffentlichen Verkehr in Österreich, aber er kann noch effizienter werden und ich glaube, da sind wir uns fast einig auf diesem Tisch, dass das ein guter Weg ist, das vereint uns hier, dass wir sagen, stecken wir alle Kraft darin, das Bahnnetz in Österreich noch effizienter auszubauen. Wenn man in die Schweiz fährt, sieht man nämlich, was noch effizienter möglich ist. Dort fährt wirklich oder da fliegt wirklich niemand mehr Kurzstrecke, weil es einfach gar nicht mehr effizient ist. Man muss attraktiver werden als die Flugverbindung, dann wird keiner mehr fliegen. Also machen wir es mit Anreizen, mit positiven Alternativen. Und dann steigen die Leute von selbst um. Aber Kerosinbesteuerung auf europäischer Ebene, das wäre auf jeden Fall ein Gerechtigkeits- und Ausgleichsweg, um diese Ungleichheit zu beseitigen. Herr Pilz, Lkw-Maut oder Schweinebauern? Schweinebauern, selbstverständlich.
Das Lieblingsfleisch der Österreicher ist das Schweinefleisch. Sie wollen aus der industriellen Massentierhaltung aussteigen. Es gibt 23.800 Schweinebauernbetriebe, davon nur 5.000 Biobauern. Also 2,6% von 2,82 Millionen Schweine sind quasi Bioschweine. Wie soll das praktisch funktionieren? Das erkläre ich Ihnen gerne und sofort. Ich sage trotzdem einen Satz zum Herrn Hofer, ich möchte das nicht so stehen lassen. Die jungen Menschen, die zu Millionen auf die Straße gehen, übernehmen Verantwortung für uns alle und für ihre Zukunft und sind keine Klimahysteriker. Und sie gehen deshalb auf die Straße, weil es Politiker wie Sie in Ämtern gibt, wo die keine Verantwortung übernehmen. Ich bin froh, dass es diese jungen Leute gibt. Und jetzt zur Schweineproduktion. Circa ein Drittel der klimaschädlichen Emissionen kommt aus der Massentierhaltung. Da spielt natürlich Österreich flächenmäßig und zahlenmäßig eine geringe Rolle. Unsere Chance besteht jetzt in der gut unterstützten Umstellung von Massentierhaltung, die auch Tierquälerei ist, auf biologische Landwirtschaft und Tierhaltung. Erstens. Zweitens. Aber wie soll das funktionieren praktisch? Indem wir jetzt, wir haben den Vorschlag gemacht, nach deutschem, die deutsche Idee aufgegriffen, 10% Mehrwertsteuer bleibt auf Biofleisch, 20% Mehrwertsteuer auf Fleisch aus Massentierhaltung. So, jetzt wenn Sie sich anschauen, was das kostet unterm Strich, das ist beim durchschnittlichen österreichischen Haushalt eine monatliche Mehrbelastung von 4,33 Euro. Das wird keine großen Lenkungseffekte haben und deswegen, Frau Reiterer, Sie sind natürlich geschickt jetzt zur Fleischsteuer, aber ich wollte wissen, was die Bauern, wie Sie das bei den Bauern und Bäuerinnen machen wollen. Das wäre jetzt der nächste Satz gewesen. Nämlich dieses Geld reinstecken in die Umstellung auf artgerechte und tiergerechte biologische Landwirtschaft. Gleichzeitig, und das ist die große Steuerung, massive Zölle an den EU-Außengrenzen von mindestens 30% auf interkontinentale Importe aus Massentierhaltung. Der beste Klimaschutz, unserer Erfahrung nach, ist der Tierschutz. Frau Meindl-Reisinger, Wirtschaft oder dritte Piste? Das ist lustig, weil das ist ja... Ja. Wirtschaft. In Ihrem Drei-Phasen-Modell eben für die CO2-Steuer, auf dieses Konzept sind Sie sehr stolz, da zahlen die Konsumentinnen und Konsumenten zuerst. Die Industrie kommt erst in einer dritten Phase, also später dran. Der Standort, sprich der Wirtschaftsstandort, bestimmt den Standpunkt. Warum zahlt die Industrie erst in Ihrem Konzept später und die Konsumenten und Konsumentinnen gleich? Das stimmt so nicht, Frau Reiterer. Wenn Sie sich unser Konzept anschauen, dann steht da ja ganz klar, dass sie die Industrie ja jetzt zahlt. Allerdings in einem anderen System. Ja, aber System. Die Konsumentinnen und Konsumenten zahlen ja jetzt auch schon. Die zahlen ja auch, geben ja auch darf schon ich, ihren Beitrag. Darf ich das ausführen? Vielleicht, um dieses Konzept noch mal klar zu sagen, weil es tatsächlich so ist, dass wir das als einzige ein Konzept haben und auch eine Modellrechnung gemacht haben. Wir haben jetzt in der Industrie, in der Wirtschaft das Modell des Zertifikatehandels. Das heißt, sehr wohl hier zahlt die Wirtschaft und die Industrie etwas. Was wir aber wollen, ist vor allem dann auf Europaebene eine Umstellung des Zertifikatehandels auf, und das ist das ganz Entscheidende, auf einen CO2-Preis. Umweltverschmutzung braucht einen Preis. Und das ist in mehreren Phasen angedacht, weil es natürlich auch wichtig ist, und dazu stehen wir ganz klar, dass es hier auch keine Wettbewerbsnachteile für Österreich gibt im europäischen Ausland. Die Industrie sagt mir übrigens, dass ein Preis durchaus kalkulierbarer ist für sie. Wichtig ist aber, die größte Verursachung ist der Verkehr. Und daher setzen wir da an und unser Konzept dieses CO2-Preises bei gleichzeitiger Entlastung der Menschen, entlasten wir die Menschen, entlasten wir die Umwelt, ist durchgerechnet das wirksamste. 2020 schaffen wir es, minus 30% CO2-Emissionen im Verkehr. Das ist das beste Programm, das am Tisch liegt. Ja, ich brauche jetzt Ihre Hilfe. Ich habe nämlich ein Problem. Wir sind mit unserem Zeitkonzept ziemlich im Verzug. Ungefähr um 10 bis 12 Minuten, und wir schieben die Zeit im Bild 2 nach hinten. Ich darf dort aber morgen wieder arbeiten. Ich kriege ein Problem. Bitte helfen Sie mir im Rest der Sendung und helfen Sie uns mit kürzeren Antworten. Das wird jetzt gleich ganz einfach, weil wir Sie jetzt noch mal bitten, zu den folgenden Fragen nur mit Ja oder Nein zu antworten. Bitte greifen Sie noch mal zu Ihren Tafeln, und es gibt jetzt 4 Fragen zum Thema Außenpolitik. Die erste Frage lautet:
soll die EU-Kommission das fertige Brexit-Abkommen nochmal aufschnüren, um jedenfalls einen harten Brexit zu verhindern. Interessant, grün und jetzt dafür, alle anderen dagegen. Die nächste Frage lautet, soll sich Österreich für ein Ende der EU-Sanktionen gegen Russland einsetzen? Kommt darauf an, wie sich die russische Politik entwickelt. Ja, also stimmt. Bei allem Respekt, das ja. kann man nicht mit Ja oder Nein. Derzeitiger Stand. Es geht um jetzt. Derzeitiger Stand. Was derzeitiger heißt derzeitiger Stand? Stand? Okay. Die ÖVP dafür und wenig überraschend die FPÖ dafür. Aber darf ich nur einen Satz sagen, Herr Wolf? Ja. Ich mache gern mit bei Ja-Nein-Spielchen bei ganz komplexen außenpolitischen Fragen. Weiß ich nicht, ob ein Satz. Da ist gerade sehr viel im Gange. Es gibt einen neuen Präsidenten in der Ukraine. Es gibt Gespräche zwischen dem ukrainischen Präsidenten und dem russischen Präsidenten. Also der derzeitige Stand ist, glaube ich, etwas anders, als wir das vielleicht medial alle wissen. Gut, die Dinge sind im Fluss. Nächste Frage, sollen die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei endgültig abgebrochen werden? Naja. Und hier entscheidet sich Herr Kogler noch nicht so ganz, oder? Aber alle anderen sind dafür. Die letzte Frage zu diesem Thema. Deutschland und Frankreich haben am Montag eben in Malta sich bereit erklärt, Flüchtlinge aus der Seenotrettung im Mittelmeer aufzunehmen. Und sie suchen weitere Staaten, die sich freiwillig daran beteiligen sollen. Herr Hofer hat schon, bevor die Frage kommt, die Tafel. Nein, soll Österreich auch Flüchtlinge aus der Seenotrettung aufnehmen? Herr Kurz und Herr Hofer haben sofort gesagt, nein. Ja, aber Meidl-Reisinger auch, nein. Das sind 15 pro Monat, ja, haben wir das letzte Mal ausgerechnet. Ja. 15 Personen pro Monat. Es handelt sich hier, man muss das präzisieren. Aber Sie haben ja Nein. Sagen. Entschuldigung, nein, ich habe das falsch. Ja. Okay. Nein, aber wenn wir das präzisieren, so die Frage. Ja, warum, nur ganz kurz, warum nein? Weil es nicht bei 15 Personen bleibt, sondern das System ist einfach, richtig. Wenn die Menschen nach der Rettung nach Österreich oder Deutschland gebracht werden, kommen immer mehr, es ertrinken immer mehr und darum müssen die Menschen nach der Rettung zurückgestellt werden in die Herkunfts- oder Transitländer. Gut, und Herr Kurz, Sie führen deutlich bei der Redezeit. Das ist ja wieder was anderes. Wir kommen zu unserem letzten Themenblock und da würde ich Sie jetzt tatsächlich um knappere Antworten als bisher bitten und das ist das Bundesheer. Da hat der amtierende Verteidigungsminister ja vor ein paar Tagen einen wirklich erschreckenden Befund abgeliefert. Er hat gesagt, das Heer ist konkursreif und nur mehr teilweise einsatzfähig, militärisch sowieso, aber auch beim Katastrophenschutz. Er fordert deswegen deutlich mehr Budget und er fordert auch, und das wird wahrscheinlich die jungen Männer hier im Raum besonders interessieren, eine Verlängerung des Grundwehrdienstes. Deswegen meine Einstiegsfrage an Sie, und da würde ich Sie jetzt noch einmal bitten, die Tafel zur Hand zu nehmen. Soll der Präsenzdienst so wie früher wieder auf 8 Monate, also 6 Monate Ausbildung, 2 Monate Milizübungen, verlängert werden? Alle dagegen, außer die FPÖ. Das ist soweit nicht so überraschend, außer bei Ihnen, Herr Kurz, weil im ÖVP-Wahlprogramm eigens steht, wie wichtig die Miliz ist. Jetzt sagt Ihnen jeder Offizier, mit dem Sie reden, dass es ohne Übungen keine funktionsfähige Miliz gibt. Und selbst der Milizbeauftragte Ihrer letzten Regierung, Brigadier Hammerseder, ein ÖVP-Mann, sagt, diese Verlängerung auf 8 Monate sind notwendig, sonst ist die Miliz bald am Ende. Beeindruckt Sie das gar nicht? Also ich schätze den Erwin Hammerseder sehr. Das heißt nicht, dass man nicht in einer oder anderen Sachfrage doch unterschiedlicher Meinung sein kann. Es ist jemand noch kein Milizsoldat, nur weil er 8 Monate statt 6 Monaten Grundwehrdienst macht. Das hat damit einmal grundsätzlich wenig zu tun. Wenn jemand sich ein Jahr freiwillig verpflichtet oder länger beim Bundesheer ist, dann wird er Milizsoldat. Mit 8 Monaten wird man nicht automatisch Milizsoldat. Was wir wollen, und das verbindet den Erwin Hammerseder und mich, ist, dass wir die Miliz deutlich stärken. Die Miliz braucht endlich mehr Ausrüstung, braucht mehr Geld. Wir haben ein starkes Milizsystem, das ist das Rückgrat auch des österreichischen Bundesheers. Und darum werden wir sehr genau darauf schauen, dass es nicht nur eine Budgetsteigerung beim Bundesheer gibt, sondern insbesondere dort auch bei der Miliz, weil die uns einfach am Herzen liegt. Frau Meindl-Reisinger, die NEOS sagen auch Nein zu einer Verlängerung, haben wir gerade gesehen. Sie sind aber dafür, dass der Assistenzeinsatz an der Grenze, den ja auch Grundwehrdiener leisten, wieder abgeschafft wird. Warum? Naja, es geht hier ganz generell um die Fragen auch der
der Grenzen innerhalb Europas, dass wir sagen, diese Freiheiten wollen wir auf jeden Fall sicherstellen. Deshalb machen wir uns ja auch stark auf einen Außengrenzschutz. Und die Frage ist, wie wir hier die Grenzsicherung am besten machen. Es sind ja auch Aufgaben eigentlich der inneren Sicherheit, das muss man ganz sagen, Grenzschutz und nicht des Militärs. Aber worum geht es in der Frage des Bundesheers schon ganz allgemein? Das ist eine Grundaufgabe des Staates. Österreich hat in der Bundesverfassung stehen eine umfangreiche Landesverteidigung. Und diese umfangreiche Landesverteidigung ist derzeit nicht aufrechtzuerhalten. Und ich bin froh darüber, dass hier der Verteidigungsminister darauf hinweist. Was wir NEOS aber wollen, ist, dass wir ganz grundsätzlich darüber reden, was heutzutage die Bedrohungssituationen sind. Denn einfach jetzt sozusagen einfach mehr Geld zu geben, ohne darüber zu reden, wie soll denn in Zukunft die Sicherheit, auf die sich die Menschen verlassen können, in Österreich ausgestaltet sein, das halte ich für zu wenig. Herr Hofer, der Assistenzeinsatz kostet in diesem Jahr bisher 19,3 Millionen und es wurden dabei 250 illegale Grenzübertritte entdeckt. Das heißt, jeder einzelne Aufgriff hat 77.000 Euro gekostet. Ich glaube, ist das ein sinnvoller Budgeteinsatz in einem Heer, das de facto bankrott ist? Ich glaube, ich bin der Einzige, der hier am Tisch, der im Assistenzeinsatz war. Ich war als Soldat an der Grenze. Und ich glaube, es gibt hier am Tisch eine einzige Partei, die sich für das Bundesheer einsetzt. Und wer mit Nein antwortet, hat entweder keine Ahnung vom Bundesheer oder sagt die Unwahrheit. Und man kann es auch nicht so rechnen, ja? Weil ohne Bundesheer und ohne Assistenzeinsatz hätten wir ganz andere Zahlen. Und deswegen ist der Assistenzeinsatz sehr wichtig, aber es ist auch wichtig, dass wir unser Bundesheer ordentlich finanzieren. Es ist wie eine Versicherung. Ich kann mich erinnern, als ich im Grenzeinsatz war, ich war an der Schengen-Außengrenze Richtung Ungarn, ging der Jugoslawienkrieg los. Und da hat es auch vorher geheißen, naja, brauchen wir das Bundesheer. Und dann war jedem klar in Österreich, dass wir dieses Bundesheer benötigen. Und wir wissen heute nicht, was sich in 2, 3 oder 4 Jahren tut, was passieren wird. Und das Bundesheer ist auch unsere Versicherung für die Zukunft. Und wir sind ein neutrales Land. Wir können nicht sagen, andere NATO-Länder sollen für uns irgendwelche Aufgaben mit übernehmen. Also Neutralität kostet auch etwas. Und die Neutralität bedingt ein starkes Bundesheer. Und deswegen setzen wir uns für dieses Bundesheer ein. Jetzt braucht das Bundesheer ganz dringend neue Flugzeuge, weil die bald aus dem Himmel fallen, jedenfalls nicht mehr fliegen dürfen. Ist aber die teuerste Investition, die auf das Heer zukommt. Soll das Bundesheer noch mal neue Abfangjäger kaufen? Also ich würde, wenn Sie mich fragen, ich würde beim Eurofighter bleiben, ja, und würde jetzt nicht einen Gripen kaufen oder umsteigen. Das Problem ist ein anderes. Wir haben eine Saab 105, die am Ende ihrer Lebenszeit ist. Sie jetzt richtig verstanden, ob Sie werden neue Eurofighter kaufen oder Sie werden die jetzigen, die ohnehin schon fast nicht mehr fliegen können, weiterfliegen lassen? Ich würde sie upgraden, ja, und nicht auf den Gripen umsteigen. Aber bei der Saab 105 haben wir ein Problem. Das ist im fünften Jahrzehnt ein altes Flugzeug, kann nicht mehr fliegen. Das heißt aber, weil wir die Saab 105 nicht nachbesetzt haben oder mit einem Advanced Jet Trainer nachbesetzt haben, dass es viele Flugstunden von der Saab 105 auf den Eurofighter gehen. Also ungefähr 40% der Flüge gehen erst auf den Eurofighter und es wird einfach teurer. Das heißt, wir müssen nachbeschaffen einen Advanced Jet Trainer, um günstige Flugstunden auch zu bekommen. Herr Kugler, Ihre Partei hat überhaupt ein ganz anderes Konzept. Sie wollen erstens trotz Volksbefragung 2013 ein Berufsheer, ja, und Sie wollen das Heer auf das absolut notwendige Maß verkleinern und Sie sagen auch, Kampfflugzeuge sind für Österreich viel zu teuer und nicht erforderlich. Da sagen jetzt ganz viele Menschen, die für das Heer sind und die für die Neutralität sind, wir müssen aber unseren Luftraum überwachen. Wie würden Sie das dann machen? Naja, erstens möchte ich vorausschicken, dass man nicht immer, um einen Dienst an der Gesellschaft zu tun, mit dem Militär an irgendeiner Grenze herumstehen muss, über entsprechend lange Zeit Notarzt-Sanitäter, weil da jetzt immer dieser Wettbewerb losgeht, natürlich als Zivildiener. Zweitens, Berufsheer ja, das haben wir damals so vereinbart, aber wesentlich eingeschränkt auf die Funktionen Katastrophenschutz, wenn es beim Bundesheer bleibt, internationale friedenserhaltende Einsätze und Abwehr von Cyberangriffen auf Republikseinrichtungen. Das ist ja dann wesentlich günstiger und außerdem stehlen wir nicht mehr ganzen Kohorten junger Männer Lebenszeit. Das ist das. Also das wäre sogar effizienter. Dritte Frage, Luftraumüberwachung. Ja, Sie sagen Gott sei Dank Überwachung und nicht Verteidigung. Also da bin ich ja hier nicht der Einzige, Peter Pilz, man muss es einfach fairerweise erwähnen, wir haben 15 Jahre lang kämpfen wir gegen diesen Unfug, der hier beschrieben wurde mit den Eurofightern. Das war
vornherein erkennbar, dass das erstens, so wie es bestellt wurde, uns milliardenmäßig über den Kopf wachsen wird. Genau das ist passiert. Schmiergeld inklusive in Wahrheit. Und das kann man wesentlich günstiger haben. Nämlich wie? Wenn schon. Wie denn? Wie? Entschuldigung, wir haben Luft-Ferraris bestellt und das noch schlechte. Es hätte ein Gebraucht-Fiat auch getan. Aber welchen Gebraucht-Fiat würden Sie kaufen? Für den ich bin ja nicht der Beschaffungsexperte des Bundesheers. Aber was wir damals aufgedeckt haben, ist, dass die Geschichte von Lösung, vorn bis hinten geschoben war. Und da zahlen wir heute noch dran. Und deshalb bin ich der Meinung, dass wir hier mit Gebrauchtflugzeugen und Kooperationen mit anderen... Das ist ja nicht Aufgabe der Politik, das ist ja genau Ihr Zugang immer, dass Sie einen bestimmten Typen ausrufen und dann kommt es raus, entweder wie es früher war, da hat man mit den Schweden backelt und dort das Schmiergeld hinzahlt mit dem Krippen, auch das haben wir aufgedeckt, dann kommen die Eurofighter daher, dann geht halt das Schmiergeld nach Bayern und nach Baden-Württemberg Stelle haben Sie die Spitze in der Redezeit übernommen und wir beenden es hier. Die fladern uns die Milliarden und sehen das überhaupt nicht ein. Das ist eine Kernkompetenz von Schweden. Sie sind sich da ja ohnehin mit Herrn Pilz einig. Nehme ich mal an, so ganz genau weiß ich es nicht, weil Sie haben zwar diesmal ein Wahlprogramm, aber in dem steht nicht ein Wort über das Bundesheer. Nein, weil wir in unserem Programm Pläne reingeschrieben haben, auch der einzelnen künftigen Abgeordneten, so wir es ins Parlament schaffen, die diese Abgeordneten in den nächsten 5 Jahren umsetzen wollen. Aber ich versichere Ihnen hier, natürlich werde ich mich persönlich ums Bundesheer kümmern, weil es erstens ein gutes Bundesheer ist und zweitens, weil es ruiniert wird seit Jahrzehnten. Eurofighter ist nur eine Geschichte. Das fliegende Schmiergeld hat das Bundesheer bei den Investitionen ruiniert und ich beantworte gerne anstelle von Werner Koger die Frage, was ist die Alternative? Wir hatten die F-5 von der Schweiz geleast, Gesamtkosten für Luftraumüberwachung, aktive Komponente, 17 Millionen pro Jahr, so billig geht es. Heute gibt es Angebote von Finnmechaniker aus der Tschechischen Republik, viel, viel billiger. Jetzt sage ich Ihnen noch etwas, was öffentlich noch nicht bekannt ist. Das Verteidigungsministerium bereitet gerade ein sogenanntes Upgrading der Eurofighter vor, das aber kein Upgrading ist, sondern sicherstellt, dass zumindest alle 14 Tage mal ein Eurofighter überhaupt die Luft erreicht. So, dieses Upgrading kostet 300 Millionen Euro. Das soll vor der Wahl noch verschwiegen werden. Das sind zusätzliche 300 Millionen Euro, die hier verpulvert werden. Jetzt schlägt der Verteidigungsminister vor, das Verteidigungsbudget zu verdoppeln. Stellen Sie sich das einmal vor. Ein Grüner. Statt da überall einzusparen. Ein Grüner ist das aber gerade. Und gleichzeitig kein Geld für die Pflege, kein Geld für Pensionen, kein Geld für Schulen, kein Geld für Universitäten, Herr Wolf. Und das ist es. Wir haben dieses Geld als Republik Österreich nicht. Und das muss auch ein Verteidigungsminister verstehen. Ein Grüner Verteidigungsminister beginnt. Frau Rendi Wagner, soll man noch mal neue Flugzeuge kaufen? Also ob man neue Flugzeuge oder gebrauchte kann. Flugzeuge überhaupt noch mal. Ich glaube, wir müssen unseren verfassungsrechtlichen Pflichten des Bundesheers muss nachgekommen werden. Wenn das in der Verfassung steht, dann müssen wir dafür Sorge tragen, dass das Bundesheer ordentlich und ordnungsgemäß ausgestattet ist. Ich bin jetzt sicher nicht die Flugexpertin oder die Heeres- und Militärexpertin, um Ihnen zu sagen, welche Flugzeuge, also diese Fragen werde ich hier nicht beantworten, weil wir reden auch nicht, welche Impfstoffe wir für die nächste Impfstoffbeschaffung der Kinderimpfpläne beschaffen, weil da kann ich Ihnen mehr dazu sagen und hier sonst niemand. Aber es geht darum, dass die Sicherheit in diesem Land uns was wert sein muss. Und wenn wir dazu stehen, und dass ich stehe dazu, dann müssen wir Sorge tragen, dass eine ordentliche Budgetausstattung vorhanden ist und dass 18.000 Grundwehrdiener nicht in Kasernen untergebracht sind, wo der Putz von der Decke fällt. Das ist nicht zumutbar. Und dass eine Gerätschaft da ist, die 20, 30, 40 Jahre alt ist. Weil das ist Museum. Dann können wir ins Heeresgeschichtliche Museum gehen. Aber wir müssen zu unserem Bundesheer stehen. Und für die Luftraumüberwachung, das ist eines, da muss man Sorge tragen, dass es auch Sonderbudgets gibt, die im Rahmen der Hubschrauber hier zum Beispiel auch zur Verfügung gestellt werden. Ihr flammender Appell ist deswegen so beeindruckend, weil... Und wir haben uns ausgesprochen für eine ordentliche Budgetausstattung bis 2021, schrittweise bis zu 3 Milliarden. Das ist das Gesamtbudget dann des Bundesheers. Und damit haben Sie meine Frage, die ich stellen wollte, schon beantwortet. Herr Wolf, darf ich es mit einem Satz beantworten, weil es, glaube ich, sehr leicht ist, zusammenzufassen. Es gibt Experten im Bundesheer, die in meiner Kanzlerschaft noch den Auftrag bekommen haben, die unterschiedlichen Wege zu skizzieren. Und ich glaube,
Es wäre sinnvoll, wenn wir uns bei der Luftraumüberwachung für den günstigstmöglichen Weg entscheiden. Welcher das ist, das können die Experten dort gut vorlegen. Gut, das dann heißt, mache ich auch einen Satz, wenn ich darf. Ja, wenn ich darf. Das wirklich Faszinierende in der Politik ist, dass jeder Politiker sagt, ein Satz, es wird aber nie ein Satz. Ich habe, glaube ich, 2 Minuten nachzuholen. Also, Sie sind tatsächlich ein bisschen hinten, also ein Satz. Also wir haben, stimmt, in der Koalition darüber gesprochen, es gibt diese 2 Varianten, Eurofighter belasten oder Gripen nachbeschaffen. Beide Varianten kosten ungefähr gleich viel Geld, der Gripen etwas mehr in der Nachbeschaffung. Und die meisten Experten im Bundesheer sagen, es wäre besser, dieses Flugzeug zu belassen, mir ist ja vollkommen egal, welcher Flieger es ist, aber bei der Saab 105 müssen wir nachbeschaffen, weil es uns nämlich teurer wird, als das jetzt der Fall ist. Herr Hofer, Sie haben etwas verschwiegen und das ist wirklich nur ein Satz. Es gibt im Verteidigungsministerium auch eine dritte Variante, die heißt Eurofighter stilllegen und das ist mit Abstand die beste. Man gibt Ihnen den kleinen Finger mit einem Satz und Sie nehmen dann gleich 10. Ja, haben Sie schon mal die Unwahrheit gesagt? Ja, jedes Mal, wenn ich gesagt habe, nur ein Satz. Genau. Ja. Wir schauen jetzt noch einmal auf die Redezeit. Herr Kurz führt und Herr Hofer hat am wenigsten. Aber Sie sind alle ziemlich gleich auf. Das ist wirklich ganz gut. Sie haben jetzt sicher nicht vergessen, dass Sie jemanden eine Frage stellen, die Sie schon immer stellen wollten. Wichtig wäre jetzt, auch mit Blick auf die Uhr, wir sind eben schon deutlich drüber, dass Sie bitte kein Kurzreferat halten, sondern tatsächlich eine Frage stellen und wenn möglich auch präzise und knapp antworten. Wir beginnen mit Herrn Pilz und die Frage von Herrn Pilz geht an Frau Meindl-Reisinger. Das mache ich jetzt ganz einfach und konkret. Da geht es um Klimaschutz, um diesen Befund, der jetzt endlich schriftlich vorliegt und sagt, Grüne und wir, besten Programme, dann kommen die NEOS. Einer der Kritikpunkte, und dazu frage ich Sie konkret, Frau Meindl-Reisinger, ist, die Klimaforscher fordern gesetzliches Ende der Neuzulassungen von Autos mit fossilen Verbrennungsmotoren in Österreich bis spätestens 2028. Hier steht bei NEOS ein roter Balken. Warum sagen Sie dazu Nein? Ja, weil das eine Frage der Technologie ist, ganz simpel, Herr Pilz. Und wir unseren Ansatz haben, dass wir Anreize setzen und Marktmechanismen wie den CO2-Preis nutzen und nicht Verbote, das ist ganz klar. Wir haben unser Konzept auf den Tisch gelegt, das ist eine Modellrechnung, aus diesem Grund wird sie gerne auch zerpflückt. Ich würde gerne mal die Zahlen der anderen Kolleginnen und Kollegen sehen und das Ergebnis habe ich Ihnen gezeigt. -30% CO2-Emissionen beim Verkehr, das ist deutlich mehr als Ihr Konzept. Herr Kogler, wird es eine persönliche Frage oder auch eine inhaltliche Frage, die Sie Herrn Hofer stellen? Naja, das muss sich ja nicht ausschließen. Er hat sich heute ja angetragen und was von Zöpferl-Diktatur geredet. Das fordert mich natürlich schon heraus, ob er das ernst meint. Morgen gehen Millionen Kinder und Jugendliche in Österreich, in Europa und auf der ganzen Welt auf die Straße, weil sie nicht mehr oder weniger wollen als eine halbwegs gesicherte Zukunft. Und ich frage mich schon, wie Sie dazu kommen, derart daneben zu greifen und hier solche Begriffe zu verwenden. Sie haben die Gelegenheit, das zurückzunehmen. Wollen Sie das tun? Also, ich habe gesprochen über den Beschluss des Klimanotstandes. Und ich glaube halt, dass ein Beschluss im Parlament, der einen Klimanotstand ausruft, überhaupt nichts verändert, sondern wir sind gewählt als Politiker, um Taten zu setzen. Und das ist unsere Aufgabe. Und deswegen habe ich den Klimanotstand kritisiert und habe nicht kritisiert, dass jetzt junge Menschen auf die Straße gehen. Das finde ich sehr bemerkenswert und auch wichtig. Nur ein Beschluss über einen Notstand ist ja ein Unsinn. Ja, wir haben, also, was ist, kommt als nächstes? Notstand, Kriegsrecht, keine Ahnung. Ja. Sondern jetzt weiß ich für den Moderatoren, es geht, weil er beantwortet die Frage wir nicht. Wir müssen Taten setzen. Und wir sind in Österreich das Land, wo am meisten mit der Bahn gefahren wird, in der gesamten Europäischen Union. Wir sind das Land, das beim Strommix den höchsten Anteil an Erneuerbaren hat. Und mich ärgert es wirklich sehr, dass im Ranking der Europäischen Union Österreich als Klimasünder dargestellt wird. Und wer ist auf dem ersten und zweiten Platz? Belgien und Frankreich, weil sie auf Kernkraft setzen. Und das ist diese Unehrlichkeit, die ich einfach nicht hinnehme. Ja? Die Länder, die mit Atomstrom arbeiten, sind also die Liebkinder der EU-Bürokratie. Und Österreich mit Wasserkraft dann am letzten Platz, das nehme ich nicht hin.
Danke, Herr Hofer. Frau Mendel-Reisinger, was ist denn Herr Kurz noch nie gefragt worden? Das weiß ich nicht, aber ich würde gerne was fragen, wenn ich darf. Und das darf ich ja jetzt, wunderbar. Fragen Sie. Herr Kurz, Sie haben gesagt, Sie mussten ja so viel ertragen und runterschlucken in dieser Koalition mit der FPÖ. Und da frage ich mich schon, warum haben Sie dann nichts gesagt, als die Angriffe auf die Caritas gekommen sind? Warum haben Sie sich nicht zu Wort gemeldet, als diese Schilder abmontiert wurden, Einreisezentrum und in also Erstaufnahmezentrum und in Ausreisezentrum geändert wurden, zynisch? Warum haben Sie nichts gesagt, dass dieser zynische Mindestlohn von 1,50 Euro für Asylwerber gemacht wurde? Warum haben Sie da nicht lautstark protestiert, wenn Sie ach so viel ertragen mussten, wo es eigentlich die Österreicherinnen und Österreicher waren, die das ertragen mussten? Und wieso, um Gottes Himmels Willen, obwohl Sie Klarheit plakatieren, schließen Sie jetzt nicht ein für alle Mal, auch nach dem, was jetzt bekannt geworden ist, eine Koalition mit dieser FPÖ, die nicht regierungsfähig ist, nicht aus? Drei schnelle Antworten. Erstens, ich habe als Regierungschef immer die Verantwortung verspürt, dass wir Themen hitzig diskutieren, die notwendig waren zu diskutieren, aber gleichzeitig in der Sacharbeit etwas zusammenbringen. Und darum war es ein ständiges Abwägen, wann meldet man sich medial zu Wort, wann sagt man etwas unter vier Augen und wie schafft man es, das auch trotz herausfordernden Einzelfälle in der inhaltlichen Arbeit, wichtige Arbeit fürs Land geleistet wird. Der zweite Punkt, wir schließen als Volkspartei traditionell nie eine demokratisch gewählte Partei aus. Das werden wir auch diesmal nicht tun. Sollte ich gewählt werden, werden wir mit allen Parteien Gespräche führen. Und der dritte Punkt, wir haben noch zwei Tage Zeit. Ich werde bis zum Sonntag energisch dafür kämpfen, dass es keine Mehrheit gegen uns gibt, weil meine große Sorge ist, dass die Umfragen zwar gut ausschauen, dass es dann aber am Ende noch eine leichte Verschiebung gibt und vielleicht diese drei Parteien gemeinsam eine Sie Mehrheit haben. Sie kommen schneller mit der SPÖ zusammen als wir. Und dann wir. Ist das hat der letzte Frau Rendi-Wagner aber den Kanzlerin Text sage ich ja auch immer. Ja. Die Herr Grünen Hofer, müssen noch mal Ihre rein. Frage an Frau Rendi-Wagner, bitte. Ja, Frau Dr. Rendi-Wagner, Sie sind eine engagierte Gesundheitspolitikerin. Einer der größten Skandale in der Geschichte der Zweiten Republik war der AKH-Skandal. Also viele können sich erinnern. Und wie mir glaubt, das ist nicht wiederholbar. Jetzt haben wir das Krankenhaus Nord, wo hunderte Millionen Euro auch verbrannt worden sind. Also es wurde ein Bauzaun bezahlt, der eigentlich 10.000 Euro kostet. Ich glaube, man hat 800.000 Euro für diesen Bauzaun ausgegeben. Es gibt viele Baumängel. Man hat einen Brunnen bezahlt, der nie begraben worden ist. Also wie war es möglich? Wie war es möglich, dass nach dem AKH-Skandal in Wien mit dem Krankenhaus Nord noch einmal so etwas passiert ist? Ich glaube, es ist festzuhalten, dass Wien eine Stadt ist, die nicht umsonst zum 10. Mal die lebenswerteste Stadt der Welt geworden ist, und zwar unabhängig gewählt, unter anderem vom Economist. Das ist jetzt überhaupt kein linkes Magazin und eine linke Zeitung. Und warum das so ist, ist, weil die Sicherheit in dieser Stadt höher ist als in vielen anderen Weltstädten in Europa oder weltweit, weil die Gesundheitsversorgung so hoch ist und so hochstehend, dass sie kaum vergleichbar ist mit anderen Städten, zumindest nicht in Europa, dass die Lebensqualität, was das Grüne und die Luftqualität betrifft, so gut ist, weil die Infrastruktur, der öffentliche Verkehr so gut ist, die Kultur, das kulturelle Angebot etc. Aber vor allem die Gesundheit, Herr Hofer. Und das ist genau etwas, was nicht von den Bäumen wächst, und das wächst auch nicht auf der grünen Wiese, sondern das ist eine jahrzehntelange sozialdemokratische Stadtpolitik, die genau der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung immer das größte Augenmerk geschenkt hat. Und wissen Sie, woran man das merkt? Dass ein Drittel der niederösterreichischen Patienten mittlerweile und ein großer und wachsender Teil der steirischen Patienten mittlerweile nicht freiwillig, sondern sie werden geschickt aus den Spitälern der anderen Bundesländer in die Bundeshauptstadt zur Behandlung. Aber das ist und keine wissen Sie, Antwort. Nein, aber es ist eine Antwort, dass da was hineingesteckt wird und dass da gebaut wird und dass das AKH, wie es damals entstanden ist, zu den führenden Spitälern Europas gezählt hat. Gut, und das ist etwas, aber das ist was Hochkomplexes, so etwas zu bauen. Und dasselbe steckt hinter dem Krankenhaus Nord. Und an dieser Stelle haben Sie die Führung in der Redezeit übernommen. Dabei bleiben Sie jetzt sogar noch am Wort. Sie haben nämlich Werner Kogler gezogen am Anfang. Was möchten Sie? Da mache ich es ganz kurz bei der Frage, damit ich das jetzt ausgleiche. Welche Frage wurde Werner Kogler noch nie gestellt? Und ich glaube, das ist eine, die Ihnen noch nicht gestellt wurde. Was tun Sie gegen den Ärztemangel in Österreich? Ganz was anderes mal.
Schauen Sie, die wissen ja, dass die Gesundheitspolitik in Österreich völlig insofern daneben liegt, als ja da alle Gesundheitspolitik angeblich machen, nur nicht die Gesundheitsministerin, Sie werden ja das auch erlebt haben, weil nämlich die Ärztekammer, ich meine nichts gegen die Ärzte, aber gegen die Kammer, ja, die Krankenhauserhalter, die Bundesländer und wie sie alle sind, hier gegeneinander agieren. Aber in Wahrheit die Mittel nicht auf das fokussiert werden, wie man, und das betrifft ja vor allem den ländlichen Raum, jetzt natürlich auch sogar schon die Städte, wie ich höre, im ländlichen Raum, wie mit dem System der Gruppenpraxen und mit, wo mehrere Ärztinnen und Ärzte gemeinsam wirken können und sie das auch besser aufteilen können, weil es sind ja die Arbeitsbedingungen, warum die ausgebildeten Ärztinnen und Ärzte nicht mehr gern aufs Land gehen, dass wir in diese Richtung arbeiten müssen. Und ich glaube, wir haben hier immer wieder in diese Richtung Vorschläge gemacht. That's it. Und Sebastian Kurz fragt Peter Pilz. Ich habe eine persönliche Frage. Nicht, was Sie jetzt befürchten, sondern schon im Zusammenhang mit Ihrem politischen Wirken. Ich habe erlebt, dass Sie in Ihrer politischen Zeit, also zumindest die 10 Jahre, die ich aktiv verfolgt habe, ab und zu mal jemanden zu Recht beschuldigt haben. Ich habe aber ganz, ganz, ganz viele Fälle auch miterlebt, wo sie Menschen vollkommen zu Unrecht einen Vorwurf gemacht haben. Und ich rede jetzt gar nicht von den Politikern, denen sie einen Vorwurf gemacht haben, sondern teilweise politischen Mitarbeitern, Familienvätern, Müttern, die einfach nie in ihrem Leben etwas verbrochen haben. Und daher ist meine konkrete Frage, tut Ihnen das manchmal leid? Bereuen Sie das, wenn Sie ständig Leute attackieren und sich dann meistens herausstellt, dass es ein falscher Vorwurf war? Sie haben mal völlig recht. Ich habe nämlich wirklich mit einer anderen Frage gerechnet, nämlich mit der Frage, Herr Pilz, können Sie mich nicht endlich in Ruhe lassen? Da wären wir geschwind fertig gewesen. Ich hätte gesagt, nein. Mir prallt das ab mittlerweile. Herr Kurz, Sie sagen auch, Sie kriegen eine persönliche Antwort. Gerade Sie als Ex-Bundeskanzler, der 2 Regierungen ruiniert hat und viel politisch auf dem Gewissen hat, gerade Sie sind ein Beispiel für viele Politiker, für die es wichtig war, dass es genau diese parlamentarische Kontrolle gegeben hat. Sie sind ein Beispiel für einen Politiker, wo jeder Vorwurf gerechtfertigt ist, weil so viel an Dokumenten, so viel an Beweisen, so viel an Belastungszeugen und Zeuginnen gibt. Sie sind genau das Beispiel dafür, warum unsere parlamentarische Kontrolle so wichtig ist. Und Sie sind auch das Beispiel dafür, warum wir im neuen Parlament den Ibiza-Untersuchungsausschuss brauchen, damit wir als erste Auskunftsperson Sebastian Kurz unter Zeugenpflicht befragen. Ich halte die Zeugenpflicht gerade in Fällen wie Ihrem, wo es derart oft zu unwahren Behauptungen, zum Abstreiten der Echtheit von Dokumenten, zu einer großen politischen Unehrlichkeit gekommen ist. Ich halte den Untersuchungsausschuss hier für wichtig. Ja, und Herr Kurz, Sie können sich darauf verlassen, dass sich diese Kontrolltätigkeit nicht nur in Ihrem Fall fortsetzen wird. Vielen Dank Ihnen allen. Was sagt uns das jetzt alles, was wir erfahren haben in diesen knapp 100 Minuten? Das erfahren wir in der ZIP2 bei Lou-Lorenz Sittelbacher. Guten Abend. Wir analysieren diese letzte Runde der Spitzenkandidatinnen und Kandidaten und die spannendsten Aussagen gleich in bewährter Weise mit dem Politikwissenschaftler Peter Filzmeier. Außerdem das politische Erbe von Frankreichs Ex-Präsident Jacques Chirac, der heute gestorben ist, und wie eine österreichische Familie von der Pleite des Reiseveranstalters Thomas Cook betroffen ist. In der ZIP 2. Hoffentlich bis gleich. Danke, Lou-Lorenz Sittelbacher. Wir haben jetzt aber noch eine ganz schnelle Abschlussrunde für Sie im Studio. Zum Einklang schauen wir noch mal ganz schnell auf die Redezeit. Wir haben es ziemlich gut, oder Sie haben es ziemlich gut hingekriegt im Rahmen von etwa 1,5 Minuten. Das passt ganz gut. Wir kommen jetzt ganz zum Schluss noch mal zum Beginn zurück, nämlich zu Ihrer Bewerbung, und hätten da jetzt an jeden von Ihnen noch eine Abschlussfrage. Frau Meindl. Reisinger, nehmen wir an, Sie sind in Seenot, na sagen wir Bergnot, und Sie haben nur die Nummern aller anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen hier am Podium. Wen rufen Sie an und warum? Ich habe dem Sebastian Kurz bei einem der vielen, vielen, vielen Duelle eine
Stirnlampe geschenkt, damit er Licht ins Dunkel der Parteifinanzen... Es waren keine Batterien drin. Das tut mir unendlich leid, das werde ich nachreißen. Also rufen Sie einen anderen an, falls es bergab ist. Ich will ja aussprechen. Also ich habe Ihnen diese Stirnlampe gegeben, also damit Sie Licht ins Dunkel der ÖVP-Parteifinanzen bringen können.